Moin, moin und herzlich willkommen an alle, die zuschauen. Ich hoffe, allen geht's gut. Erst recht in der Weihnachtszeit. Ich bin gerade selber ein bisschen verwirrt, weil ich mich doppelt höre. Das fixe ich mal kurz. So, jetzt höre ich mich nicht mehr doppelt. Ja, nochmal herzlich willkommen an alle, die zuschauen. Wie wir auch sehen, sind auch unter mir noch zwei Personen und neben mir ist aktuell noch ein Skype-Zeichen. Wir haben jetzt erstmal zu Gast Martin. Martin ist mit seinem Projekt Handball Inspires unterwegs und wir haben Maike Schmelzer dabei, die leider verletzt zu Hause ist und von zu Hause aus zuschauen muss. Und wir beginnen auch gleich mit Martin, damit Martin auch gleich wieder reingehen kann in die Halle, weil der ist nämlich direkt vor Ort in Dänemark. Martin, wie geht's dir? Ja, Grüße. Erstmal herzlich willkommen an alle Zuschauer und an euch beide jetzt hier auch vor Ort. Mir geht es natürlich sehr gut. Ich bin jetzt hier in Kolding gerade angekommen. Die Teams machen sich gerade drin warm. Und ja, dementsprechend geht es mir super. Wunderbar. Und Maike, wie geht's dir? Ja, mir geht es soweit auch ganz gut, den Umständen entsprechend. Ich freue mich jetzt auf das Spiel gleich und mal schauen, was die Mädels reißen heute. Genau, nicht wundern, wenn ich hier nebenbei noch ein bisschen rumtippe. Ich bin gerade noch dabei, den Björn noch mit reinzuholen. Der hat ein bisschen Probleme gerade mit seinem Skype-Account, um ihn dazu zu holen. Martin, Ja. warum bist du eigentlich gerade in Dänemark? Damit wir So, gleich damit anfangen. das ist eine sehr schöne Frage. Um es kurz zu fassen, ich bin auf Handball-Weltreise. Das heißt, ich besuche Vereine, soziale Projekte, Nationalmannschaften unseres Sports. Und bin vor 3 Monaten, 4 Monaten im August los. War in Norwegen eine lange Zeit, dann war ich in Dänemark und dann kam der zweite Lockdown und deswegen bin ich jetzt immer noch in Dänemark und habe mir sozusagen gesagt, ey, wenn ich schon mal hier bin, dann versuche ich mal jetzt hier so einen Mediapass zu bekommen und halt die Spiele hier, ich sag mal, wenn ich die Handballwelt jetzt nicht sehen kann und bereisen kann, dann kommt sie eben zu mir nach Dänemark und dementsprechend verfolge ich jetzt hier das deutsche und dänische Team in Dänemark, ja. Ich hatte schon bei dir auf Instagram gesehen, dass du da ja auch in den Sportmannschaften unterwegs bist, auch bei diesen Sportschulen. Sind das alles Internate eigentlich, wo du da unterwegs bist und zuguckst? Weil die fangen ja schon früh morgens, glaube ich, um 6:30 Uhr, 7 Uhr an. Ja, dann, ja, das hast du gestern gesehen. Nee, unterschiedlich. Also ich will auf meiner Reise quasi von Nationalmannschaften bis Hobbysportler, männlich, weiblich, Handicap, nicht Handicap. Ich will quasi das komplette Spektrum unseres Sports erfassen und dementsprechend ganz viele unterschiedliche Schulmodelle, die sich auch alle sehr zum Beispiel zwischen Norwegen und Dänemark und Deutschland schon wieder unterscheiden. Aber darauf könnte ich jetzt schon Bände füllen. Aber jetzt bin ich bei der Sportschule Easy untergekommen und das ist tatsächlich Internat, College, Highschool, alles auf einem Fleck und auch alle sozusagen ja internatsmäßig, genau. Und wolltest du eigentlich gar nicht dann nach Deutschland wieder zurückkommen oder warum bist du denn in Dänemark geblieben? Weil es hier noch Handball gespielt wird. Ganz einfache, klare Entscheidung gewesen. Also hier konnte ich beim Training noch zuschauen, habe sogar selbst jede Woche, glaube ich, ein Training geleitet. Also hier einen super Austausch unter den Trainern machen können, habe Fortbildungen gehalten hier, weil die hier auch junge Trainer ausbilden zum Beispiel. Und dementsprechend konnte ich hier ganz super viel partizipieren. Und das war, ja, und dann ist hier natürlich noch die Euro 2020. So ein Erlebnis direkt vor die Haustür, also nach Kolding fahre ich, bin ich jetzt 1 Stunde 10 gefahren und nach Herning rüber, das sind 10 Minuten. Herning IKAST, das ist ja auch der große Frauenverein, der früher, ja, also vor ein paar Jahren gerade erst noch sehr ordentlich mitgespielt hat oben. Und dementsprechend war die Entscheidung klar, dass ich jetzt hier in Dänemark bleibe. Genau, ich schaue mal auf die Uhr, damit du auch gleich wieder zurückkommst, würde ich sonst sagen, wir sehen uns in der Halbzeitpause. Ja, ganz entspannt. Also ich glaube, 5 Minuten habe ich hier noch, sei denn Ja? du willst jetzt zu Björn springen. Oder 10 Minuten habe ich auch noch. Also das ist kein Problem. Also wenn wir kurz übers Spiel sprechen wollen, was uns wahrscheinlich erwarten wird, weil ich hab beide Teams jetzt vorgestern sehen können und war ja auch in Norwegen lange unterwegs und da auch im Frauenhandball, weil war ich bei
der großen Sportschule dort und bei auch einen Erstligisten. Dementsprechend bin ich sehr, ja, sehr gespannt, wie wir dieses Tempospiel vor allem lösen wollen. Also das wird, glaube ich, so die größte Komponente sein, die man knacken muss. Und das beginnt ja schon immer mit wenig Fehlern im Angriff. Und wenn wir uns da das Rumänien-Spiel dann anschauen, dann hatten wir da natürlich extrem großes Potenzial. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie effektiv wir auftreten und auch wie ruhig, weil ich glaube, das wird ein unheimlicher Unterschied heute hier werden, weil es sind keine Zuschauer da, es wird hier nicht großartig gepusht, das muss alles vom Team selbst auskommen und da sind die Norweger extrem abgebrüht. Also die sind hier wirklich, die haben ein sehr, sehr cooles Auftreten und sind sich ihrer Sache, ihrer Favoritenrolle sehr sicher. Und wenn man den Favoriten halt irgendwie zum Straucheln bringen sollte, dann ist das so der erste Meilenstein. Was ich noch festgestellt habe, das hatte ich dann auch in der Pressekonferenz auch schon Alex Koke noch gestern gefragt, wie wollen Sie diese extrem breite Spielanlage, die Sie im Angriff, also die Norweger im Angriff spielen, weil sie ziehen ja ihre Halbangreifer, ich hoffe, dass wir das heute vielleicht sehen können, extrem weit nach außen und haben dadurch eine super Möglichkeit, um Stine Ofte da und ihre Kreisläuferin in ein breites 2 gegen 2 zu schicken, beziehungsweise werden wir dann auch viele Anschlusskreuzungen sehen. So, und wenn wir sagen, wir kriegen Rückraummitte nicht im 2 gegen 2 einzeln gestoppt, macht es ja vermutlich mehr Sinn, dass unsere Halbverteidiger, die gegen Rumänien ja viel, viel aggressiver waren, also viel, viel mehr rausgetreten sind, um da zum Beispiel Niagu ja auch deutlich die Kreise einschränken zu können. Was ja auch geklappt hat zum Teil, oder? Also sie hat zumindest viele Fehlwürfe produziert auf jeden Fall. Ja, Niagu hatte überhaupt, also war nicht ihre Klasse, so, das muss man sagen. Da hat man gemerkt, dass sie nicht in Tritt kam. Und wir haben sie ja danach auch dann auch mit einer versetzten 5-1, beziehungsweise dann auch mannbezogenen 5-1 weiterhin aggressiv aus dem Spiel genommen. Aber das wird heute ja nicht funktionieren, wenn wir uns sozusagen, wenn das Zentrum offen bleibt, weil da hat die Stine, glaube ich, einen unheimlichen Geschwindigkeitsvorteil. Aber wenn wir es sozusagen schaffen, dass unsere Halbverteidiger mehr ins Zentrum gehen und dass wir vielleicht mit offensiveren Außenverteidigern agieren und dadurch die Halbangreifer ein bisschen mehr ins Zentrum drücken, dann kann das, glaube ich, eventuell ein Gedankengang sein, den wir heute vielleicht sehen vom Trainerteam. Mal gucken, was auch Henk jetzt nochmal so aktiv auf der Bank mit reinbringt. Ist er heute da? Henk ist heute da, ja. Also Soweit ich mein. hatte nur gelesen, dass er aus der Quarantäne entlassen ist, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob er Nee. das bis heute noch dahin schafft. Doch, doch, der ist. Der wird jetzt hier, glaube ich, gleich in der Halle sein und die Mannschaft übernehmen, weil André wird ja nicht mehr mit auf der Bank sitzen und dementsprechend ist Henk heute mit dabei. So, und das kann halt auch nochmal einen großen Unterschied ausmachen. Also das kann vielleicht auch nochmal nötige Sicherheit reinbringen, auch für die Spieler und auch für die nötigen Schiedsrichterentscheidungen eventuell, die wir brauchen werden, um so einen Favoriten zu stürzen. Wer ist denn die Spielerin, auf die wir am meisten aufpassen müssen bei Norwegen? Ja, ich glaube, das ist Stine Ofte da logisch auf Rückraum Mitte und dann jetzt muss ich Mørke auf Rückraum rechts. Die haben beide zusammen eine unheimlich gute Kreuzungskooperation, aber auch Kreuzungsabbruch, sodass Mørke dann gegen die Hand weggeht und dann auch ihre Rechtsaußen freispielt. Also ich glaube so, dass diese ganze Bewegung auf die rechte Seite heute ganz gefährlich sein wird. Ja. Ja, perfekt, dann schon mal danke von dir für die Einschätzung. Ja, sehr gerne. Ich würde jetzt mal nämlich versuchen, dann nochmal den Björn mit reinzuholen, wenn das klappt. Und dann würden wir uns dann nachher in der Halbzeitpause sehen und wir schauen uns dann gleich mit Maike mal die erste Halbzeit an. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei und dann hören wir uns in der Halbzeit. Wunderbar, Bis danke dahin. dir, bis dahin. Da versuche ich dann jetzt nochmal den Björn mit reinzuholen, in der Hoffnung, dass das jetzt klappt. Hallo, sieht man mich? Geht das? Man sieht dich nicht, aber ich höre dich und ich müsste dich jetzt hier nur noch mal hinzuschalten mit dem Ton. Ah, warte. Ich muss auch auf die Kamera drücken, das wäre vielleicht clever. Perfekt.
Eieiei. Sauber. Jetzt haben wir dich im Stream. Sehr gut. Man hört dich. Ich guck nochmal raus. Moin, Michi. Hallo, Maike. Hallo. Björn, nicht wundern. Aus irgendwelchen Gründen kann man mich nicht sehen bei Skype gerade. Aber man sieht mich im Stream, man sieht euch bei dem Stream. Und ich hoffe, Björn, dir geht's gut. Den Stress jetzt kurz überwunden mit Skype. Boah, das ist aber, das. Ja, ne, hast du schon Equipment und den ganzen Käse, ne? Und hast mal richtig investiert und dann kommt Skype an und dreht dir einfach so einen Knoten da rein, ja. Jetzt geht's übers Handy. Ich hoffe, das geht auch. Ja, also für mich passt's. Ich hoffe, das passt für dich auch. Man sieht dich, man hört dich. Viel wichtiger ist ja auch eigentlich gleich das Spiel, das wir uns angucken. Ein bisschen fachsimpeln. Ja, Maike, wer ist für dich eigentlich die wichtigste Spielerin, auf die wir aufpassen müssen bei Norwegen? Ich hatte ja eben schon Martin gefragt. Wo würdest du denken, auf wen wir aufpassen müssen? Ich sehe das eigentlich ähnlich. Stine Oftedal ist der absolute Motor in der norwegischen Mannschaft. Die bringt erstens den Ball unheimlich schnell nach vorne in der zweiten Welle und liest das Spiel gut und führt die Mannschaft wahnsinnig abgeklärt. Und die zweite Spielerin ist sicherlich auch Mørk, die jetzt nach ganz langen Verletzungspause wieder zurück ist und dem Team einfach auch noch mehr Möglichkeiten gibt, dadurch, dass sie auch Linkshänderin ist. Und dann bin ich gespannt, wie es im Tor bei Norwegen aussieht. Also ich würde sagen, das sind so die drei Schlüsselpositionen, auf die wir gut aufpassen müssen. Genau. Jeder, der gerade zuschaut, sieht, wir haben jetzt gerade eine Umfrage eingeblendet. Also jeder, der auch bei Twitch dabei ist, kann jetzt in den Chat nochmal reinschreiben, wer gewinnt heute? Deutschland oder Norwegen? Maike, für wen bist du? Oder was denkst du, wer gewinnt? Sind vielleicht zwei verschiedene Fragen und Antworten? Eine rhetorische Frage, würde ich sagen. Ich bin natürlich für Deutschland und glaube ganz fest, dass unsere Mädels den Erfolg von vor 2 Jahren auch nochmal wiederholen können. Da haben wir es nämlich geschafft, Norwegen zu schlagen. Dennoch wird es natürlich ein wahnsinnig schweres Spiel. Ich bin gespannt, ich freue mich total drauf und ja, ich bin schon ganz aufgeregt tatsächlich. Björn, wie sieht es bei dir aus? Ja, wer ja sagen würde, Norwegen. Nein, natürlich ganz klar für Deutschland. Aber ähnlich wie bei Mike, also sehr gespannt auf das Spiel. Und Mani hat das auch schon im Vorfeld gesagt, dass es da so ein, zwei Eckpunkte gibt, personeller Natur, wo man auf jeden Fall drauf achten muss. Die Nora Mørk, ich glaube, die sieht man jetzt auch gerade im Bild. Ich weiß nicht, wie bei euch ungefähr der Versatz ist. Ist für mich auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die ist ja auch schon ein paar Jährchen dabei und die liefert einfach ab, die Gute. Also das ist einfach eine Konstante meiner Meinung nach, die liefert einfach jedes Turnier ab. Vielleicht nicht immer mit 6, 7 Toren im Spiel, obwohl sich die auch ganz gerne gönnt, aber halt, wie man ja auch sagte, die gibt halt auch super Pässe, bindet 2 Gegenspielerinnen, also bei ihr auch auf jeden Fall gegeben. Unterm Strich muss, glaube ich, aber alles. Maike, korrigiere mich bitte, weil du bist da mehr drin. Aber es muss schon alles richtig, richtig gut laufen mit allem, was dazugehört. Also ne, vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung, die auf unserer Seite ist. Also diese kleinen Pfiffe und natürlich muss die Konstanz auch wirklich aus dem Aufnehmen richtig, ohne da jetzt ganz, ganz viele Kurven zu haben. Kann durchaus was drin sein. Übriger gestartet, würde ich mal sagen. Ich bin mal auch echt gespannt, ob wir da besser rauskommen auf die Platte auch. Naja, besser gestartet. Also, ich weiß nicht, Mike, hast du das Spiel gesehen gegen? Ja, das habe ich gesehen. Ja. Natürlich. Also, ich spiele jetzt gegen Rumänien. Also, das war ja schon fast geleckt, ne? Also, der Beginn, der war ja richtig gut und dann ja so Viertelstunde, 20 Minuten, da kam so ein kleiner Einbruch. Oder habe ich das, weiß nicht, habe ich das anders gesehen? Nee, ich sehe das ähnlich. Ich finde, wir sind wahnsinnig gut ins Spiel reingekommen. Das schaffen wir eigentlich ziemlich oft, muss ich sagen. Also auch in den letzten Jahren, in den Länderspielen, auch in den Turnieren, haben wir es oft geschafft, richtig gut in die Spiele reinzufinden. Dann kommt manchmal so ein, ja,
so ein kleines Tief. Zum Glück war Rumänien nicht so gut drauf, dass sie das noch besser ausnutzen konnten. Beziehungsweise da haben wir dann irgendwann auch den Stopp reingehauen. Das darf uns heute nicht passieren, weil dann hat Norwegen einfach die Qualität da, viele Tore zwischen den Gegner und sich ja, zu stellen. Und das darf uns, wie gesagt, heute auf gar keinen Fall passieren. Da müssen wir die Fehler auf jeden Fall minimieren. Und ja, gucken, dass wir einfach auch unser Spiel durchbringen. Das ist ganz wichtig, dass wir unser Tempo durchbringen, unsere Struktur. Ja, und dass das schwer wird, ist klar. Norwegen ist für mich ein absoluter Titelfavorit. Aber ich glaube, wir haben auch jetzt so peu à peu in den letzten Spielen, ja, letzten Jahren gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, auch da anzuklopfen und dass wir definitiv in der Lage sind, richtig starke Gegner zu schlagen. Oh, okay. Darf ich mal aus Neugier dich was fragen? Also ich habe jetzt gelesen, warst so ein bisschen angeschlagen, ne? Und ich glaube, jetzt in der Liga auch noch nicht ganz so viele Spiele gemacht. Also bitte korrigiere mich. Also das ist nur das, was ich so mal im Groben gelesen habe. Ja. Natürlich neugierig. Wie geht's? Also mir geht's soweit ganz gut. Ich muss mich leider vor 2 Wochen noch meiner OP unterziehen. Deswegen bin ich momentan auf der Injury List sozusagen. Ja, ich hab ein bisschen Probleme mit meinem Fuß. Ich hatte im Februar eine Fraktur am Mittelfußknochen und da musste ich jetzt leider noch mal unter das Messer und da noch mal nachlegen. Ja, und jetzt muss ich schauen, dass ich wieder gut in die Reha komme und dass ich dann hoffentlich gegen Ende der Saison dann nochmal einsteigen kann. Ah, Mittelfuß hattest du, okay. Ich hatte das nämlich irgendwie so noch im Hinterkopf, ich glaube im August oder so war das, wenn ich da irgendwie gleich Entwarnung kam, weil in erster Instanz irgendwie nur die Bänder wohl in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und jetzt. Ja, Scheiße. das war zwischendrin. Ich habe mir zwischendrin am anderen Fuß das Außenband gerissen. Das ist leider Gottes irgendwie nicht so ganz mein Jahr. Ja, es ist so, wie es ist. Es gibt Dinge, die kann man einfach Ey, nicht ändern. mach dir nichts draus. Real Talk, ich war gestern, nee, vorgestern beim Arzt und der hat mir eine ganz neue Baustelle auf einmal operiert. Der ganze Körper ist ja sowieso schon ein Wrack, aber jetzt sagt er, ey, Hüfte muss auch immer irgendwann gemacht werden. Läuft richtig gut dieses Jahr. So Aber eine lieber Scheiße. dieses Entschuldigung. Jahr als irgendwie ein Jahr, wo man vielleicht hätte spielen können, ne? Jetzt zumindest so aus Amateurhandballersicht. Ja, auch. Na, ich weiß nicht, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Profi-Handballer-Sicht. Natürlich, auf der einen Seite will man natürlich jederzeit aufs Spiel, weil man liebt das Spiel, man ist dann leidenschaftlich dabei und so eine Verletzung, ich kenne das ja selber noch, wenn du da jeden Tag irgendwie im Kraftraum bist oder dann beim Physio, also da gibt es auch nette Gespräche, überhaupt kein Zweifel, aber du willst halt schon in der Kabine sein, du willst auf dem gleichen Level wie alle anderen sein und das ist ja auch im Profibereich genauso der Fall. Ist natürlich, aufgrund der Rahmenbedingungen ist natürlich eine andere Situation, aber ist ja egal, verletzt sein ist einfach, nennen wir es mal beim Wort. Wir haben es jetzt nicht gehört, das Wort. Das hat kurz gehakt. Ah, okay. War da so ein Piep? Ich Nee, weiß, das war wirklich kurz Standbild. da, ich, ah, okay. Ist doof, verletzt sein. Okay. Darf man sowas auf Twitch nicht sagen, Michael? Sowas wie Man Scheiße? darf alles sagen, bis auf so ein paar Schlagwörter, habe ich gehört. Ah, alles klar, alles klar. So, ansonsten. Ja, muss man gleich wissen, wenn das heiß hergeht, dann muss man ja wissen, was man sagen darf und nicht. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die schreibe ich dir sonst gleich. Dann hast du die kurz bei dir auf dem Handy stehen, dann muss ich dir die nicht sagen, sonst wären wir vielleicht noch gebannt. Ich guck jetzt mal hier auf die Umfrage. Also es haben zumindest Jo. so viele abgestimmt, dass es 1 zu 3 für Norwegen steht. Also Norwegen hat, sagt der Mehrteil, gewinnt. Ist ja, würde ich, na, laut Umfrage 66% für Norwegen, 63% für Deutschland, 33%. Vor dem Anpfiff ist es okay. In der Halbzeit sieht es anders aus. Ja, ich bin mal Hoffentlich. gespannt. Also im Endeffekt, die Oha. Deutschen sind gut reingestartet. Geht ja auch schon los, obwohl jetzt Auf Norwegen jeden sehe ich schon das erste Gegentor. Fall. Ja. Ey, bevor hier, ich glaube, Michael, beim letzten Spiel hattest du das, ne? Dass Maxim und Annika ein paar Sekunden voraus waren. Wo seid Ja, ihr jetzt in der gerade? Also Tat. bei mir läuft es jetzt bei 50 Sekunden, kommt er jetzt. Ich bin bei 1 Minute. Okay, Ah, okay. ich bin genau dazwischen, genau bei der Hälfte. Okay.
Also ja, kein Spoiler. Spoiler. Doch, bitte. Aber ich hatte auch in der Tat mit Annika und Maxim, dass die 5 Sekunden vor mir waren. Aber es war so super, weil die haben sich so gefreut und mitgefiebert. Selbst Maxim als Holländerin, da war das kein Problem. Okay. Hattest du das mitgekriegt, Michael, dass er da beim letzten Spiel Maxim und Annika zu Gast hatte? Also er hat es mir geschrieben. Ansonsten habe ich es leider nicht mitbekommen. Nee, weil da war ich so selbst auch im Tunnel, dass ich dieses Spiel geschaut habe. Man fiebert ja schon auch extrem mit. Also könnte sein, dass ich auch den einen oder anderen emotionalen Ausbruch heute erlebe. Ich würde mich jetzt schon voraus entschuldigen dafür, aber ich glaube, da kann man einfach nicht anders. Ach, gar nicht. Alles gut. Hab bis jetzt ja Glück gehabt, ne? Eckerle stand zweimal gut, einmal gut gehalten, einmal die Ecke von außen zugemacht. Aber das wird wichtig, dass Dina das Tor vernagelt hat. So. Das würde uns wirklich sehr, sehr helfen, wenn sie da zeigt, was sie kann. Und das kann sie definitiv. Also bin echt gespannt. Ja, aber ich finde auch generell, auf der Torwartposition sind wir gar nicht so schlecht besetzt. Nö, überhaupt nicht. Da, selbst wenn Eckele vielleicht mal einen Aussetzer hat oder vielleicht nicht gut ins Spiel kommt, haben wir immer noch eine auf der Bank, die es ausgleichen kann, und zur Not noch jemand hinter der Bank, den man vielleicht nochmal als dritte Torhüterin langfristig dann aktivieren könnte. Ja. Also da mache ich mir auch überhaupt keine Gedanken. Ich finde, Dina hat eine fantastische WM gespielt und war dann unglaublicher Rückhalt. Ich weiß nicht, wie viel Prozent sie da gehalten hat, auf jeden Fall unglaublich gut. Und ja, sehr schön. Eins. Ich hoffe, dass sie da anrufen kann. Und ja, wird auch mal Zeit. Entschuldigung. Ja, ist wichtig, ne? Dass jetzt auch Emmy Bölk da die Dinge aus dem Rückraum reinschweißt. Auf jeden Fall. Was wurde sie gegen Rumänien? Wie heißt das? Player of the Match, ne? Ja, genau. Sie so ein bisschen lost war, hatte so den Eindruck nach dem Spiel, weil halt keiner dir jetzt entgegenkommt und dir etwas übergibt. Und du so, oh Scheiße, was soll ich jetzt machen? Okay, dann muss ich da hingehen, mir das selber abholen, nochmal kurz stehen bleiben für den Fotografen. Ich musste auch so lachen, als ich das gesehen habe. Ich meine, ist ja richtig, aber. Wenn man die Spiele, die anderen Spiele schaut und die englischen Kommentatoren dabei sind, die machen sich auch immer lustig, sagen, ja, ist es dieses Jahr ein Self-Service. Ja, in der Tat. Wo du schon sagst, die anderen Spiele, guckst du dir auch die anderen Spiele an? Ja. Also bist du komplett im Fokus, du guckst dir jedes Spiel an? Ja, also man interessiert sich natürlich schon und man fiebert halt auch total mit und klar interessieren mich die anderen Spiele auch. Das ist, ja, es ist immer schön, wenn so ein großes Ereignis ist und wenn man viel Handball schauen kann. Mir macht das total Spaß. Und auch wenn ich jetzt gerade vielleicht nicht selbst spielen kann, das macht mir nichts, wenn ich da dann die anderen Mädels sehe. Das ist schon interessant. Ja, jetzt steht 2-1 von Norwegen. Nee, 3-1 von Norwegen. 3-1, ja. Genau. Der Timo-Gegenstoß gerade gekommen. Ja. 3-2. Ja, 3-2. Ja, kann ich jetzt auch bestätigen. Ey, glaubst du denn aber, Annika sagte letztes Mal, dass die Situation jetzt ja aber auch so ist, dass der Kader, also wirklich jetzt mal bis auf Stolle und auf deine Person natürlich, aber komplett verletzungsfrei ist. Stimmt das? Also siehst du das auch so? Ja, es fehlt noch jemand. Mirjam Schocke hat sich leider beim Lehrgang verletzt. Also das war in der Vorbereitung, ne? Auf DM. Ganz genau. Und dann sind es im Prinzip wir drei aus dem engeren Kreis, beziehungsweise aus dem erweiterten Kreis. Ansonsten, die anderen halten sich echt wacker und toi toi toi, dass das so bleibt. Auf jeden Fall. Ja, das war auch das Gespräch mit Maxim. Weil die steht ja bei Holland auch im erweiterten Kader. Und da kamen wir auch so auf das Thema und dann sagte sie, ja, okay, jetzt so, eigentlich will sie ihre Truppe anfeuern mit Fiebern, dass die so weit kommen, wie es geht und sich keiner verletzt. Andererseits, wenn sich jemand verletzt, natürlich hätte sie das Glück, sie könnte dann mitspielen. Das ist halt auch immer schwierig dann.
Ja, das ist, da muss man sich mal diplomatisch ausdrücken, Ja. wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja so eine Nein, Nummer, keiner wo wünscht irgendjemand eine ich eher schon. Verletzung oder sowas, auf Gottes Willen. Ja, definitiv. Björn, du wolltest was sagen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, das war ja so, ist ja so ein Moment, wo ich das damals geschafft habe, ein paar Ligen zu überspringen und höherklassig auch anzugreifen, weil halt einer verletzt war. Und ey, echte Geschichte, ich soll wohl mal, also ich selber kenne mich recht gut und ich weiß eigentlich auch so, was ich sage und auch zu wem ich was sage und wie ich es sage. Aber ich soll wohl wirklich zu dem, wo du gerade sagst, man muss ein bisschen dich diplomatisch ausdrücken. Ich soll wohl damals echt mit so 18, 19 im jugendlichen Leichtsinn zu ihm damals gesagt haben: Du, ich finde es echt doof, dass du verletzt bist, aber irgendwie freue ich mich auch gerade. Und das soll er wohl damals echt nicht so gut aufgenommen haben. Hat er mir aber auch erst Jahre später, der Teamkollege, unter die Nase gerieben. Aber so ein Ding, also dieses diplomatische Ausdrücken fühle ich zu 100%. Das muss man. Aber es geht jetzt ja auch Schlag auf Schlag, ne? Jetzt gerade das Gegentor Norwegen. Ja. Ich habe auch nebenbei noch den Statistik-Score von der ERF offen. Die sind ja noch weiter. Da ist gefühlt, sind die ungefähr ja, eine Minute weiter als im Stream. Also es geht gut ab. Birk jetzt mit 2 von 3 Toren. Ja. Aber wir kommen gerade noch nicht richtig dazu, das Tempospiel zu verhindern. Wollte ich auch gerade sagen. Auch die Jetzt, wo erste Stiegel Auszeit gerade durchgeht. jetzt. Ja, aber ist er dann, was ist das jetzt? 7-4, 8-4? Auszeit? 7-4. Ja, Steht es genau. bei mir zumindest. Ja, guck, bei mir auch. Ja, das ist halt Ja. das Thema, ne? Die müssen halt das Tempo verhindern. Wenn so eine Stine ankommt oder die Linksaußen, die ja auch, glaube ich, schon 2 Tore gemacht hat, Camilla Herrem, das ist natürlich, das ist schon granatenstark von Norwegen. Ey, und wie Martin auch im Vorfeld sagte, oder ich auch, die Nora Mörk, gefühlt allgegenwärtig. Fängt einen langen Pass ab, ist super bei sich, hat den Überblick, wenig noch bislang in Toraktion verbunden, aber gefühlt besetzt sie einfach den ganzen Platz. Momentan. Und das muss man ja auch noch sagen, sie war ja vorher noch verletzt. Also ich glaube, die hatte ja bis 1, 2 Monate vorher war sie, glaube ich, noch in der Reha, wenn ich das richtig bei Instagram verfolgt habe. Das ist natürlich auch wichtig für Norwegen, dass sie wieder dabei ist. Ja, passt. Sehr schön. Oha, oha. Sehr gut. Ja, das ist wichtig. 2 von 2 von Amelie Berger. Super. Gegen ihre Teamkollegin im norwegischen Tor. Gegen Sandow. Ah ja, stimmt, die spielt auch in Bietigheim, ne? Genau, ja. Auch verrückt, dass eine norwegische Torhüterin in Deutschland spielt, wo ich hätte sonst gedacht, die spielt sonst irgendwie vielleicht Ungarn, Rumänien bei den richtigen Top-Clubs. Aber gut, Bietigheim ist auch ein Top-Club. Ja, definitiv in Deutschland auf jeden Fall. Wie es jetzt international ist, kann ich jetzt nicht sagen. Da bin ich leider nicht so ganz auf Stand. Ja, Das kannst du besser einschätzen. da können wir deutschen Teams noch nicht so richtig auf dem Top-Niveau mithalten, wenn es um die Champions League geht. Zumal war das nicht auch Bietigheim, die sogar zurückgezogen haben aufgrund von Corona international? Nein, also soweit ich weiß, Okay, dann war es vielleicht eine andere Truppe, die ich gerade im was nicht Kopf mit, habe. aber mein Stand ist, dass Dortmund und Bietigheim beide noch ihre Spiele machen. Ja, okay. Man, ja. Dann ist das eine Fehlinfo von mir. Metzing, TuS Metzing hatte zurückgezogen in der dritten Quali-Runde bei der Euroleague, Ja, gut, das kann gut sein, dass ich den meine. weil und das war einfach in der Situation nicht möglich. Muss sagen, Michael, hattest du das mitgekriegt, als wir in Hamburg uns das erste Mal getroffen haben, dass ich danach ja noch mit Smörgel gesprochen hatte und ich ihm auch einfach mal so
direkt ins Gesicht gesagt habe, ja, wie sieht es eigentlich bei euch jetzt so international aus, weil ihr seid ja so und so Vierter geworden in der letzten Saison, und er einfach so knallhart zurück, du, wir haben zurückgezogen international. Und das ganze Ding ist einfach so komplett so, einmal den geilen Weg nach unten eingeschlagen. Ich denke auch so, ah, scheiße. Ich sage das ganz schön häufig. Ja, Klassiker. Das ist natürlich auch finanziell eine Belastung, erst recht, wenn du keine Zuschauer hast. Ja, wobei er mir das damals aber mehr damit erklärt hat, das Gesundheitsrisiko. Ja, okay. Würde ich auch nachvollziehen können, auf jeden Fall. Bin ich der Meinung. So. Obwohl Zuschauer wäre ja, ist ja auch ein Thema. 27.12. habe ich mir gerade mal so nebenbei angeschaut. Ist ja bei euch auch ein Klassiker, oder Maike? Gegen Dortmund? Ja, richtig. Ja. Nach der Pause. Auf jeden Fall. Wird das irgendwo gezeigt? Weißt du das? Ja, das wird auf Eurosport live im Fernsehen gezeigt. Und direkt kann man es selber machen. Ist das, ist das nicht sogar an dem Tag, wo sogar zwei Spiele, glaube ich, hintereinander gezeigt werden? Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Wow. Ich habe irgendwas gesehen bei Eurosport, dass die, ich glaube, irgendwie 16 Uhr und 19 Uhr so ungefähr ein Spiel zeigen. Das ist natürlich auch ganz geil für den Frauenhandball, ne? Nochmal ein Free-TV zu platzieren. Wenn dem so ist, super coole Sache, definitiv. Vor allen Dingen kann man das direkt im gleichen Atemzug nennen. Auf dem Kanal wird es übertragen, wo halt auch, ich glaube, Champions League Final vorübertragen wird, der Herren. Bin ich der Meinung, dass Eurosport die Ausschreibung da jetzt auch bekommen hat? Ja. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Super. Jetzt haben wir ein bisschen gewechselt. Alina ist reingekommen. Dina hat eben 7 Meter gehalten. Und das ist schon mal, sieht schon mal ein bisschen besser aus. Aber schon das 1 gegen 1 jetzt. Wie spricht man eigentlich von Alina den Nachnamen aus? Da hatten wir vor 2 Tagen mit Annika und Maxim so ein bisschen das Problem, wo selbst Maxim als Holländerin nicht wusste, wie man jetzt diesen Nachnamen ausspricht. Irgendwie Greisel? Ja, also zum Glück rede ich sie mit dem Vornamen an. Ja. Also ich glaube, es gibt so mehrere Varianten, die man öfter mal hört, Griseels und Greisels. Ich habe sie tatsächlich noch nicht gefragt, wie man es jetzt wirklich ausspricht, dadurch, dass wir per Du sind. Ja, klar, okay. Aber ich vermute Griseels. Möchte aber jetzt nicht festnageln. Darauf keine Gewähr geben. Schön gespielt über Winkel. Jetzt eben nochmal in der Zeitlupe gewesen. Da ist eben auch die Norwegerin in die Timeout. Smeets auch schon mit auf der Platte eben gewesen. Das fand ich auch so, also beim ersten Spiel ist mir das auch aufgefallen. Also der Im-Block ist ja auch konstant groß, ne? Also wenn du jetzt eine große rausnimmst, kommt eine große wieder rein. Also das ist, glaube ich, auch schon mal so ein Pluspunkt für die Deutschen. Wenn man jetzt so eine Nora Merck dagegen ansieht, die, würde ich mal sagen, 1,70 ist. Ja, die ist aber dann dafür schnell. Das ist immer so diese Gegensätze, das ganz... Ja, okay, das stimmt. Ist ganz cool. Also Stine Oftedal ist ja auch von der Körpergröße her, sagen wir mal, eher klein. Aber die hat so eine Explosivität, so eine Schnelligkeit auf den ersten, zweiten Schritt, dass man da vielleicht als große Spielerin ein bisschen Nachteil hat, wobei man dann beim Blocken wieder Vorteile hat. Also macht da das Handballspiel aus, dass man so ganz viele Komponenten hat und sich so ein bisschen auf den Gegner einstellen kann und muss. Und wir da aber auch sehr unterschiedliche Spielerinnen haben. Wir haben sehr große, wir haben aber auch so kleine, giftige. Ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut. Aber Innenblock ist definitiv ziemlich groß bei uns, durchgehend. Wo ist da deine Position, wenn du jetzt mitspielen würdest? Auch im Innenblock oder eher auf der Halbposition? Eher auf der Halbposition, ja. Also der Beifluss ist halt schon gut und das 1 gegen 1 von Stina ist halt auch stark. Aber direkt schnelle Mitte nachgesetzt, super gemacht von Antje. Oh ja, stimmt. Jetzt bei mir auch. Aber ja, das ging auch. Ja, aber das Ding von Stina, erstmal ehrlich. 1 gegen 2 spielt sie im Zentrum, tippt einmal links, rechts an. Also ich möchte ja gar nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie nicht außergewöhnlich gut ist. Aber es steht, war ein bisschen einfach, oder? Jetzt mal so ein bisschen kritisch, provokant gefragt.
Also wenn ich das jetzt so sehe und auch jetzt die nächste Situation mit Christiansen, muss ich sagen, dass wir im 1 gegen 1 momentan irgendwie noch nicht so die Aggressivität gefunden haben, da mal einen Stoppfoul zu machen. Und das fehlt uns momentan. Deswegen hat Norwegen halt auch jetzt schon 12 Tore nach 13 Minuten. Da sind wir noch nicht so im Spiel drin irgendwie. Dann müssen wir einfach ein bisschen aggressiver und ja, ein bisschen fokussierter vielleicht auch in die Zweikämpfe gehen und da mal schön, dass es mal kracht, so nach dem Motto. Ja, ist ja, ich meine, ist ja Handball, ne? Ja. Und dann kann auch mal wehtun, will ich es vorsichtig ausdrücken. Ja, muss alles, was in 9 Meter geht, sagt man immer so schön. Es ist schwerer zu tun, aber es ist immer so schön gesagt, es muss wehtun, ja. Ja. Weil im Endeffekt haben wir von Norwegen noch keinen Wurf von 9 Meter oder auch dahinter gesehen. Das ist alles im Durchbruch. Also ich glaube, es würde uns gut tun, wenn wir da das schaffen, auch mal ein paar Rückraumwürfe zu provozieren, dass Dina auch ein bisschen mehr noch ja, die Verbindung zur Abwehr bekommt und mehr Chancen hat, dann weil die freien Bälle, ja, was will man da machen? Selbst jemand mit ihrer Klasse ist halt schwierig. Aber es ist genauso wie du, als du es gerade angesprochen hattest, da just eine Sekunde vor mir kam mir genau der gleiche Gedanke. Und vor allem, vielleicht ist es auch nur subjektiv, aber diese ein, zwei Schritte, die wir uns dann rauslocken lassen, ins 1 gegen 1, so irgendwo auf 7,5, 8 Meter. Und dann kommt da meinetwegen eine Nora Mörk mit einer Lauftäuschung und dann mit einem ersten dynamischen Schritt oder auch das Njoffendal. Da hängen wir momentan hinten dran. Also da muss ja immer noch die zweite kommen, um zumindest den Raum zuzustellen, dadurch Kreisläufer frei oder auf der Gegenseite der Außen. Und dann, wenn die zweite Abwehrspielerin kommt, ist ja auch noch nicht, also wie du sagst, da tut es auch noch nicht so weh. Ja, Ja, das ist ja, definitiv. aber das wird geil. Also. Jetzt haben wir jetzt versucht, Emmy da mal relativ weit vorne zu stören und Stoppfoul zu machen. Jetzt haben wir einen Stoppfoul, das ist gut, das ist super. Aber im Prinzip die Außen bei Norwegen, also das Angriffsspiel ist trotzdem auf Rückraum und Kreis jetzt momentan angelegt. Die Außen hatten, glaube ich, noch keinen Wurf. So, und jetzt haben wir einen Rückraumwurf und jetzt hält Dina, also genau das, was ich mir gerade gewünscht habe. Ja, sehr gut. Aber es ist halt auch die einzige Ecke, wo die Spielerin hinwerfen kann, ne? Also das sah eben so aus, der Block hat halt nur noch diese eine Option gelassen. Genau. Erstens, Kontakt ist da, was der Werferin einfach immer ein bisschen schwerer macht, den Wurf zu kontrollieren. Und wenn der Block da steht, dann weiß Dina, okay, ich muss jetzt da hingehen und dann ist sie da und hält den Ball. Das war gut verteidigt, ja. Und jetzt haben wir auch mal ein 1 gegen 1. Jetzt gibt es 7 Meter, super. Dina bringt richtig Tempo auch in Angriff und Ja, das ist klar. Durchschlagskraft. Das fand ich, das habe ich so ein bisschen vermisst bei ihr im ersten Spiel. Da ist sie, fand ich, nicht so in die Tiefe gegangen. Eher so in die Breite und dann weitergespielt. Aber jetzt perfekt natürlich das mit dem 1-1 durchgegangen. Oh, Pfosten. Schade. Die ist eigentlich eine super sichere Pech. Hatten wir gegen Rumänien aber, oder hattet ihr gegen Rumänien, Michael, auch schon gesagt, ne? Dass sie eigentlich echt so gut wie fast jeden trifft. Und da hat sie aber Ja. auch so richtig, richtig Pech an der Hand gehabt gegen Rumänien, ne? Ich glaube, zwei oder drei, die sie da vergeben hat. Jetzt schon wieder. Man ist ja in Ordnung. Also nicht in Ordnung, dass sie verwirft, aber ist ja in Ordnung, dass sie weiterwirft. Weil. Starke Parade von Dina, Entschuldigung. Nee, Ja, immer kein raus damit. Problem. Ich bin zwar auch ein bisschen Ja. hinterher, aber. Jawohl. Auch. Eigentlich gute zweite Welle gespielt, Ah. Julia Meithof, zwischen 1-2 leider nicht getroffen. Aber Dina ist jetzt auch voll im Spiel, das ist super für uns. Das ist richtig gut und man sieht auch, dass wir das Tempo mitgehen und dass wir es auch mitgehen können. Und leider wurden wir jetzt nicht belohnt. Schade. Er ist natürlich eine hundertprozentige, ne? Die muss natürlich rein. Ja, aber das sind die vier Tore vom Anfang und bis seither. Ja, die Abwehr steht jetzt auch kompakter, finde ich. Ja. Bisschen aggressiver und agierender, nicht so viel reagieren. Boah, starker Wurf.
rechts außen. Also technisch haben sie es natürlich drauf, die Norwegerin, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also. Ja. Jetzt könnte ich ja natürlich mal so eine geile Laienfrage reinstellen. Und zwar, wenn, einfach mal so, wenn ich zwei Innenverteidigerinnen habe, die Größenvorteile haben gegenüber allen norwegischen Rückraumspielerinnen, außer Rückraum links, warum die nicht einfach zwischen 6 und 7 Meter parken, zusammenstellen, 4 Arme und die nach, und lass sie doch die Nora oder die Rückraummitte übers Zentrum dann werfen, 4 Arme, Schützen kommt nicht drüber weg, kann nur dran vorbei. So, und dann kann Dina sich ja noch leichter mehr Ecke aussuchen. Warum nicht so? Warum tritt immer wieder der Innenblock auch so weit dann entsprechend? Ich meine, ja, Annahme und so weiter und so fort ist ja gut. Aber wir haben ja gesehen, wenn sie mit einem Doppelblock im Zentrum stehen, dann hat Dina den Ball. Ja. Ja, es ist einfach gesagt, wenn man sowas hinkriegt, ist natürlich super. Und ich denke, das werden wir wahrscheinlich auch versuchen wollen. Aber Norwegen hat halt einfach eine Klasse im 1 gegen 1. Das wirst du nicht alles verhindern können. Ne? Also es ist schon die Tendenz da, Durchbrüche, parallel spielen, breites Spiel anlegen, auch über den Kreis. Und solange sie nicht von hinten werfen müssen, werden sie das auch nicht tun. Und das ist eben ja die Kunst, wenn man das als Abwehr hinbekommt, dass man den Angriff so unter Druck setzt, dass sie eben Würfe von 9 Meter oder auch von hinter 9 Meter nehmen müssen. Dass man das gegen Norwegen schafft, ist schon ein hohes Niveau. Also das muss man erstmal schaffen. Aber ist das generell so ein... Ich sehe es dann mal leicht verzögert. Ja. Aber ist das generell so eine Thematik im Unterschied Frauen-Männer-Handball jetzt einmal? Weil wenn ich überlege, wenn der jetzt so ein... Wen nehme ich als Beispiel? Es ist eigentlich ganz egal, welchen Rückraumspieler ich aus der ersten Männerliga nehme oder aus der zweiten. Wenn die auf 9 Meter hochsteigen und da tritt keiner raus, ist es eine reelle Chance. Bei den Frauen ist es so ein bisschen anders. Also habe ich zumindest den Eindruck. Ne? Das ist ja nicht immer eine 100%ige Chance, wenn da jetzt einer aus 9 Meter hochgeht, sondern man versucht ja schon, gegen eins mit dem Torwart zu erzielen. Ja, also das ist, glaube ich, so mit der größte Unterschied zum Männerhandball, dass da, wenn ein, weiß ich nicht, Sargosen kommt, oder ein Karabatic, der, wenn der von 10 Metern frei wirft, dann hat er schon eine Quote von mindestens, sagen wir mal, 60-70%. Die Würfe von hinter 9 Meter sind bei den Frauen relativ, ja, von den Quoten her nicht so gut. Ja. Das heißt, ja, wir sind halt, Frauen sind halt körperlich einfach den Männern meistens unterlegen. Und so ist es auch beim Handball. Das ist einfach so, Lauf der Natur. Deswegen versuchen wir schon auch spielerisch einfach mehr reinzukommen, mehr Chancen zu kreieren im 1 gegen 1 mit dem Durchbruch. Aber klar, wenn man jetzt zum Beispiel Spielerinnen wie eine Christina Neagu, wie auch eine Emmy Bölk hat beispielsweise, wenn man die von 9 Metern frei ohne Kontakt werfen lässt, dann ist es mittlerweile auch so, dass man sagt, ja, die Quoten sind echt in Ordnung und das ist worauf wir spielen und was unser Ziel ist mit dem einen oder anderen Spielzug, dass wir die Spielerinnen dann da in diese Wurfsituation bekommen. Also es ist sozusagen auf der einen Seite bei den Männern Thema Kraft mehr im Vordergrund und bei den Frauen mehr Thema Dynamik. Ja. Ja. Also natürlich Kraft gehört auch wesentlich Kraft dazu. Auch, klar. Ja, ist ne, ganz klar, aber es ist ja von der Spielanlage her schon dynamischeres Spiel als bei den Herren. Ja. Ja, ich finde schon, bei den Herren ist doch immer wieder, beobachte ich sehr viel individuell. Das ist bei uns Frauen natürlich auch der Fall, aber ich glaube, dass wir mehr auch noch in so Konzeptionen, in Strukturen auch spielen, mit Spielzügen etc. Ja, das schon. Ja, bei den Herren ist es auch oftmals so, es kommt nachher immer irgendwo auf eine Isolation, ein 1 gegen 1 hinaus. So, und ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Also, ja. Oh Mann. Also ich, ja, Michael, was sagst du? Bist du geschockt, Stange? Ich verfolge euch erstmal, aber ich verfolge auch so ein bisschen das Spiel.
Natürlich jetzt gut nochmal mit Danke. Smith im Tor. Oder war doch ein Tor, oder? Ja, war toll, ja. Okay. Genau, ja, weil die Score-Seite hat hier irgendwie, ich glaube, auf der falschen Seite das Tor gegeben. Norwegen. Ja, okay. Naja, gut. Ja, Deutschland lässt sich halt zum Teil jetzt überrennen, ne? Zwei, dreimal jetzt der Außen da freigespielt auf rechts außen. Ja, wir kriegen es irgendwie nicht so gegriffen. Das ist so ein bisschen, wir hängen oft so ein bisschen hinten dran, dann muss der nächste kommen oder beziehungsweise weiß nicht so richtig, komme ich jetzt, komme ich nicht. Dann sind wir zu spät, um das Stoppfoul zu machen und dann hat Norwegen die Klasse, um den Ball einfach weiterzubringen und den freien Mann auszuspielen. Ist natürlich auch ein klasse Also, Pass eben im Kreis gewesen, ne? Das ist ja, halt. alles also ja, und ist vor allen so. Dingen machen sie auch clever, ne? Am Anfang übers Zentrum mit dem Kreisläufer, der auf den Halbpositionen hinterläuft, dann schieben die Außen entsprechend mit rein, räumen sie über die Außen ab. Also ist schon Stark, ist, einfach. ja. Das Zusammenspiel mit der Kreisläuferin und Oftedal, also mit Bratzett, die kennen sich aus dem Verein natürlich sehr, sehr gut und ja, sind dadurch sehr eingespielt und das macht Oftedal sehr, sehr gerne, dass sie so ein bisschen auf die Seite prellt und dann durch die Beine von der Verteidigerin den Kreisläufer anspielt. Aber ja. Acht Tore. Genau. Das ist natürlich jetzt schon ein ganz schönes Brett. Ich könnte jetzt sarkastisch sein und sagen, ein Spielkollege von mir sagt immer, egal welcher Rückstand ist, ey, ein Unentschieden ist immer noch drin. Ah, das ist auch wirklich eine Situation, wo du denkst, ach Junge, dann sag doch einfach bitte ruhig. Es sind immer so Phrasen und Floskeln, die dann immer schön rausgehauen werden. Jetzt die Ja. zweite Auszeit auch noch 5 Minuten ungefähr. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn diese Phrasen und Floskeln dann nicht von den Bundestrainern auf der Tribüne kommen, Gruß an alle Bundestrainer auf der Tribüne, sondern von den eigenen Mitspielern, das ist auch immer herausragend. Nicht? Aber wir haben jetzt auch schon gesehen, ne? Neue Torhüterin drin, wurde schon rotiert, aber hat jetzt auch noch keinen Impuls gegeben für uns. Ich Ist ja finde, irgendwie Dina mal hat so auch ein. Ja. das gehalten, was sie halten musste und wird da ein bisschen von der Abwehr im Stich gelassen. Gut, das ist ein beliebtes Mittel, was Trainer ganz gerne mal versuchen, dass sie einfach mal einen Torwart wechseln, um zu schauen, ob das einen Impuls bringt. Aber also im Großen und Ganzen, glaube ich, im Angriff ist es okay. Aber die Abwehr, da kommen wir überhaupt nicht in unser System und wie gesagt auch überhaupt nicht in die Stoppfouls und dadurch ja, schafft Norwegen es einfach immer wieder im 1 gegen 1 die Durchbrüche zu spielen und dann frei vors Tor zu kommen. Ich glaube, 19 Tore sind es schon, Ja. wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Ja, definitiv. Also das schon in der ersten Halbzeit ist natürlich schon eine Ansage. Wenn man dann parallel guckt, ich habe ja parallel gerade den Score offen, Tschechien, Russland, da steht es halt 11-12. So, da Was, sind halt noch wer nicht so. spielt da? Tschechien, Russland? Ja, da sind noch nicht so viele Okay. Tore gefallen. Aber das ist natürlich. Deutschland hängt ja zum Teil hinten dran, ne? Also das ist halt schön breit gespielt, schnell gespielt. Es hat sich Xenia schön durchgesetzt. Also im Angriff, wie gesagt, finde ich es echt in Ordnung. 11 Tore ist okay. Ja. Von der Fehlerzahl, ja klar, da kann man sich immer steigern. Aber ist trotzdem echt in Ordnung, nur halt die Abwehr daran hängt es halt. Aber jetzt haben wir die Abwehr umgestellt, jetzt spielen wir so eine 5-1-Abwehr. Ich habe Ja, noch genau, gerade mit Xenia geguckt, auf der ob. Spitze dann. Oh, das gibt 2 Minuten. Ja, ich glaube, Henk will einfach alles probieren, um den Angriff von Norwegen so ein bisschen unter Druck zu setzen. Finde ich auch cool, also finde ich immer gut, wenn man so Varianten hat, die man austesten kann. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie eingespielt unsere 5-1-Abwehr ist. Das kann ich nicht beurteilen, dadurch, dass ich jetzt beim letzten Lehrgang nicht dabei war. Ja, Aber es ist ja in 11:20. der Regel ja immer der gleiche Stamm ja eigentlich dabei, oder? Bei euch? Ja. So, dass eigentlich so eine Grundeingespieltheit gibt es ja wahrscheinlich schon. Es sind halt nur noch die Automatismen, die eingepflegt werden müssen.
Ja, der Grundstamm ist da und sicherlich auch von Vorteil, dass zum Beispiel im Bietigheim 6 Mädels zusammenspielen, dass man da immer so ein bisschen Blöcke hat, die sich einfach aus dem Verein gut kennen. Und ansonsten hat sich, glaube ich, der Kader seit Henk Trainer ist, nicht so großartig verändert. Also der Stamm ist schon der gleiche, ja. Spielt auf Jule. Ja, schöner Pass an Kreis. Ja. Aber dann ist dann direkt im Unterteil der nächste einfach durch. Es Ist geht immer natürlich. zu schnell irgendwie ein bisschen. Also wir machen gerade ein Tor, haben uns erarbeitet. Ja. 3 Pässe und Aber dann. das war, kann man sagen, aber das war jetzt auch stark gespielt, ne? Der Pass rüber, sie tritt auf außen raus, will den Ball, es geht nicht ganz vor, halb täuscht nach außen an, halbe rückt hinten durch, dadurch ist der Raum. Also das ist schon, verdammt nochmal, ist es gut gespielt momentan. Oder Ja. andersrum gesagt, ja, es ist, nee, positiv, es ist einfach echt gut gespielt. So. Ich finde auch, also Norwegen macht hier schon von Anfang an klar, dass sie den Titel gewinnen wollen. Und dass sie jetzt nach, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, das muss ich kurz überlegen, nach Jetzt mal einigen schön durchgesetzt. Ich, sorry, das und unterbreche, aber vom Maitorf schon mal schön durchgesetzt jetzt gerade. dass sie jetzt auf jeden Fall wieder mal einen Titel holen wollen. Und ich glaube, dass es verdammt schwer wird für jede Mannschaft Norwegen dieses Jahr zu schlagen. Also wenn die so das ganze Turnier, ja, safe. Also da geht ja. Da geht dann kein Weg dran. Also wenn die so. Björn ist sprachlos. Sehe ich auch selten. Ja, ich denke mir halt so, also aus Spielersicht denke ich mir gerade so, du willst die ganze Zeit und bist einfach, also aus solchen, bist, du siehst, du kriegst vorne 13 Dinger gegen Norwegen rein. So, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, das ist okay. Kann man ja mal, ich sag mal, ganz salopp mal runterrechnen, machst du bis zur Halbzeit, machst du 14, machst du 15. Ist mal eine ganz einfache Rechnung. Zweite Halbzeit genauso, kommst du auf 30, so optimal. Aber so weit denkst du ja als Spieler nicht. Aber du stehst da und du willst die ganze Zeit und ne, du bist, wie heißen die ganzen alten Sprichwörter, heiß wie Frittenfett und was weiß ich nicht alles. Aber es will einfach nicht. Du willst, aber es will einfach nicht. Es will nicht funktionieren, es will nicht klappen. Egal, was du auch als Spieler individuell probierst, stellst du dich mit dem Linken vor, probierst auf einmal was anderes und sagst, ich gebe den Arm, greife auch mal rechtes Bein vor, Arme halb hoch, unten, auf Zehenspitzen, platter Fuß. Frontal, mit Hilfe, ohne Hilfe, egal was du machst. Momentan ist es einfach so, dass was die Norwegerinnen im Angriff machen, einfach alles funktioniert. Ja. Jetzt sind wir mal in Überzahl. Schöner Pass von Xenia auf Außen. Ja, super. Ja, Also, das im war. Angriff sieht es wirklich gut aus, finde ich. Also, da kann man echt nichts sagen. Hat sie den gerade kurz reingezogen Nicht von der. außen? Ja. Nicht So schlecht. schön Jetzt wird. übers Handgelenk Sehr, sehr nice. rollen lassen. Aber man sieht aber auch da wieder in der Wiederholung abgestanden. War knapp. Ab. Michael, das musst du ja schon rausgefunden haben, oder? Abgestanden Ja, gibt es im natürlich. Profiligen nicht. Aber wie man es halt so kennt, so selber irgendwie keine nur vierte Liga, dann spielt es genauso und dann der Schiedsrichter, ja, abgestanden, ne? Oh, vor Ich allem für die hatte anderen. gestern Abend. Oh ja, warte mal. Alle kommen gleich. 30 Sekunden noch. Ja, jetzt noch ein Tor, dann wären es 7. Zumal in der Überzahl, ne? Ja, ich wollte sagen, wir gehen nochmal in Überzahl in die zweite Halbzeit. Hast nochmal 30, 40 Sekunden. Ah, schade. Finger außen und. Jetzt kriegen wir hoffentlich aber keins mehr. Oh, technischer Fehler jetzt aber schnell. Ich Scheiße. wollte gerade sagen, das ist. Und Nora Mörk wieder. Also, naja, 7 Tore. Puh. Zum Schluss noch ein Das ist bisschen ein wild. Ey, jetzt bin ich ja mal gleich ohne Scheiß. Ne? Jetzt bin ich ja mal so ein bisschen neugierig. Ne? Ich habe das ja eben gehört, bevor mich hier mit dem Skype reingeholt, was der Martin da rausgehauen hat von Handball Insights. Das ist ja schon eine halbe Doktorarbeit gewesen. Also fand ich sehr gut. Jetzt bin ich aber gleich gespannt, was er jetzt zur Halbzeit rausballert hat. Das ist ja. Er hat gerade schon geschrieben, in 2 Minuten ist er da. Ideal.
Ja, ist schon Ja, cool, dass er da vor Ort in der Halle ist, ne? Das sind nochmal ganz andere Eindrücke. aber ich denke mal gerade so, jetzt bist du Hank, du warst in Quarantäne, kommst hin und alles läuft und dann diese 30 Minuten, so, was machst du jetzt? Das versuche ich mir gerade so vorzustellen. Weil ist ja nicht, also in so einer Situation war ich selber als Trainer noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Maike, jetzt mal, ich meine, du bist ja jetzt mittendrin, du kennst ihn ja auch. Also mit einem Dampfhammer lohnt ja gar nicht, weil man sieht ja, alle wollen, jeder will, die Mannschaft will, aber es funzt irgendwie nicht. So, jetzt hat er eine Taktik hinten verändert von 6-0 auf 5-1. Glaube ich, haben die Norwegerinnen sofort eine 2-Minuten-Strafe direkt mitgezogen. Vorne im Angriff klappt das soweit. Weiß nicht, was erzählst du den Mädels da jetzt? Ja, aufbauend, motivierend, es geht weiter. Ja, natürlich, aber wo setzt du an, wo du sagst, okay, da ist der Bock, den müssen wir umstoßen? Ja, also ich glaube, das, was ich auch jetzt die letzten Minuten schon angesprochen habe, er wird sagen, der Angriff ist echt in Ordnung. Damit können wir, sage ich mal, ja, so zufrieden sein. Aber in der Abwehr müssen wir einfach besser hinlangen. Also ich gehe davon aus, dass das ein, zwei Szenen auch gezeigt werden. Wir haben oft auch mit unserem Videomann die Möglichkeit, in der Halbzeit so ein paar Szenen uns anzuschauen, um das einfach von einer anderen Perspektive zu bekommen. Wenn man auf dem Spielfeld steht, dann nimmt man viele Situationen ganz anders wahr als von außen. Und das finde ich, das ist eine gute Sache. Ja, und er wird die Mädels weiter motivieren. Und wobei ich glaube, dass die Mädels keine Motivation von außen brauchen, noch, dass jeder eigentlich weiß, was zu tun ist, aber es halt momentan einfach im Kollektiv in der Abwehr nicht so richtig hinhaut. Also ja, Henk ist niemand, der da jetzt irgendwie laut rumschreien würde. Er ist sehr ruhig eigentlich, ist da bei sich meistens und ja, wird versuchen, da die richtigen Knöpfe nochmal zu drücken, dass wir in der zweiten Halbzeit da ein bisschen besser stehen in der Abwehr. Moin Martin. Moin. Ja, perfekt. Da ist unser Halbzeitgast. Martin, dein Fazit, erste Halbzeit, direkt in der Halle, wie ist die Atmosphäre? Unterschiedlich. Also ich habe einen, es ist quasi wie ein Heimspiel für die Norweger, weil die ziemlich Rambule machen und das natürlich auch können. Jetzt führen sie plus 8, glaube ich, 14-22. Also Stimmung in der Halle. Am Anfang von uns Deutschen, jetzt auch was Maike gesagt hat, fand ich emotional, waren wir top da. Jetzt ist natürlich so ein bisschen, jetzt lassen wir so ein bisschen nach, weil es natürlich, du reibst dich immer wieder ab, du machst wieder den nächsten Fehler und da jetzt versuchen, die Stimmung hochzuhalten, das ist natürlich schwierig. Also von der Stimmung her ist es natürlich ein klares Übergewicht für die Norweger. Björn, du hast eben noch, du warst eben gespannt auf Martin. Ja, ich war gespannt auf Martin, ja, aber er hat es ja gerade gesagt. Ich habe gerade eben schon gesagt, ich hatte das vorher noch bei Twitch mitgekriegt, was für eine Analyse du vorm Spiel abgegeben hast. Und da war ich gespannt drauf, was für eine große Analyse du in der Halbzeit abgibst. Aber das ist ja eigentlich im Großen und Ganzen auch das, was wir so ein bisschen gesagt haben, ne? Im Grunde genommen liegt es ja daran, man will so ein bisschen, vorne klappt's, hinten weniger. Kurz zusammengefasst, kurz und knackig, ne? Naja, das war die Antwort auf die Frage nach der Stimmung. Also wenn wir über Ach eine so. Analyse sprechen, dann muss ich leider sagen, dass viel, viel richtig hatte mit Stines 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 Fähigkeiten und gerade auch im Verhältnis mit Mörk. Das haben sie zum Beispiel, wer sich das Real Life nochmal angucken will, gerade aus einer Pivot, aus einer Kreiselbewegung mit einem Kreisläufer, wo sich Stine dann immer erstmal auf eine Halbposition stellen und die dann mit extrem viel Dampf wirklich aufs Zentrum attackiert. Machen sie einfach bravourös. Da haben wir nicht die richtigen Lösungen gefunden in der Abwehr. Da fand ich, da standen wir auch gerade im Innenblock einfach viel zu isoliert und alleine. Und wenn wir uns weiterhin mit der Abwehr beschäftigen, ich fand jetzt gerade ganz zum Schluss haben wir endlich mal die erste Attacke gegen Stine Oftedal im 1 gegen 1 gesehen. Das hätte eigentlich eine 2-Minuten-Strafe sein müssen. Gab es aber nicht. Aber auch dies vermisse ich so ein bisschen, so diese Härte. Also wirklich mal die Norweger in einen Freiwurf reinbringen. Und dann haben wir aber, ich finde auch viele Sachen auch gut gemacht, die Norweger aber dennoch auf einem besseren Level weiterlösen können. Ich fand zum Beispiel, wir bleiben bei der Abwehr, ballferne Attacken gegen den Rückraum Mitte. So Halbverteidiger tritt raus und versucht damit das Spiel zu unterbrechen. Dann bringt aber Stine den ersten Ball weiter und Mörk bringt den zweiten Ball zum Außen weiter, sodass
das sind einfach, das was die Norweger hier gerade spielen, das ist, glaube ich, auch das Level, was es zu schlagen gilt, wenn man Europameister werden will. Ansonsten vermisse ich, wie gesagt, so ein bisschen die Grundhärte, also einfach wirklich viele Freiwurfsituationen. Ich fand aber jetzt auch die Lösung von Henk, die wir ja auch schon denn gegen Neago, gegen Rumänien hatten mit der 5-1-Situation, fand ich richtig, eventuell ein, zwei Angriffe zu spät. Aber dann habe ich, also ich habe es in der Halle mitbekommen, das war dann einfach Weltklasse. Also das ist dann die Situation, wir stellen um auf 5-1, aber das nicht mal eine Sekunde hat gebraucht, bis Stine das gesehen hat, hat sofort den Angriff konstruiert und dann ging es darauf wieder los. Und dann haben sie ja wunderbar ihren Kreisläufer gefunden, nachdem Halbangreifer voll im Zentrum durchgebrochen sind. Und das sind ja genau die Lösungen, die du gegen eine 5-1 spielen kannst. Ja. Und da brauchen die einfach keinen einen Angriff oder zwei Angriff oder von eine Maßnahme, sondern das kriegen die auch, das kriegen die auch unter dem Druck, sage ich jetzt mal, so frei hin. Also ich finde, in der Abwehr stehen wir einfach gerade, wie soll ich sagen, also wir kommen nicht in die Härte, wir kommen nicht in die Freiwürfe und dadurch kriegen wir es auch nicht hin, so eine Beweglichkeit zu stoppen. Und dann wechseln sie jetzt spielt ja Reistad oder Riestad jetzt auf halb links und die Norweger wechseln und die Dame macht direkt auch zwei, drei Top-Aktionen. So, und das ist meine Analyse für die Abwehr. Also das ist, wir haben viele Dinge gut durchdacht, aber die Norweger sind einfach gerade stärker. War auch so, ich hatte mit Mike in der ersten Halbzeit ein bisschen darüber gequatscht und ist auch, war 100%ig genau das, was Mike auch gesagt hatte. Zu wenig Stopp-Fouls, zu wenig Härte und oder andersrum ausgedrückt, was die Norweger in einem Angriff gerade machen, ist einfach granatenmäßig gut. Und das ist halt auch das Level, genau, das ist halt, also sie unterstreichen, ich versuche den O-Ton von Mike wiederzugeben, damit unterstreichen sie ihren Anspruch auf den Titel. Ich hoffe, ja. Das war einigermaßen der O-Ton. Ja, ganz genau. So dann bin ich froh, dass ich hier in der Runde meiner Meinung bin, nicht in der eine große Diskussion gehen können oder müssen. Was habt ihr im Angriff, was waren so eure zwei, drei Punkte im Angriff? Wenn nicht, würde ich einfach... Also ich Maike? Maike stoppt und grinst bei mir gerade. Bei mir auch. Ah, jetzt ist sie wieder da. Jetzt ist sie wieder da. Ja, wenn nicht, dann was ich im Angriff gesehen habe, ich fand, dass wir am Anfang sehr, sehr mutig gespielt haben und das fand ich gut. Gerade von Emily und Kim im Rückraum. Wir nehmen uns die Rückraumwürfe. Davon sind, ich habe die Statistik nicht im Kopf, aber 50% bestimmt drin und dann sind zweimal Latte und das finde ich, das macht Emily gut. Und auch Kim versucht, Verantwortung zu übernehmen. Auch dieser No-Look-Pass an den Kreis, das sind halt Sachen, die müssen dann halt klappen, um Norwegen zu schlagen. Aber ich finde gut, dass wir da mutig entgegentreten und die ersten 10 Minuten, glaube ich, machen wir auch 5 oder 6 Tore. Also ich fand, das war nicht schlecht. Klar müssen wir darüber sprechen, dass wir dreimal den Ball einfach ins Auswerfen. Das darf auf dem Niveau nicht passieren. Das hatten wir auch. Das ist logisch. Aber ich muss jetzt sagen, zum Ende, die letzten 10 Minuten, fand ich es sehr, sehr rechtslastig, sage ich mal. Also wir spielen dann diese Auftaktbewegung, Rückraum, Mitte, holt rechts außen und dann nochmal diese Anschlusskreuzung, um alles auf die rechte Seite zu drücken. Und das, finde ich, macht gerade ganz wenig Sinn. Worauf man jetzt, glaube ich, in der zweiten Halbzeit einfach mal achten sollte, ist so diese Lücke zwischen 1 und 2. Die lassen sie komplett blank. Also Riesbad verteidigt da, glaube ich. Lassen sie komplett blank. Dadurch haben sie ihr Zentrum noch kompakter. Dadurch können sie raustreten. Ja, weil Rückraumwürfe, fand ich, war eine gute Lösung. Aber das ist jetzt so die Antwort der Norweger. Und wenn wir es nicht schaffen, wir haben es einmal geschafft, links außen frei zu spielen, aber wenn wir es nicht schaffen, nach links oder gegen die Hand zu gehen, ja, dann werden wir uns weiterhin da aufreiben und dann nicht die Kehrwende, sage ich mal, ins Spiel zurückschaffen. Also, dass wir das Spiel heute hier nicht gewinnen, das ist logisch. Also, wir können jetzt hier noch wahrscheinlich 5-mal weiterspielen, aber das wird heute nicht zu drehen sein. Aber ich glaube, dass wir jetzt eine Situation haben, wo wir können jetzt schauen, wie wir unter Stress, wie wir unter Druck funktionieren und was wir auch, wie kreativ wir sind. Und ich finde, gerade sind wir jetzt nicht, also in den letzten 10, 15 Minuten waren wir nicht kreativ genug, da waren wir zu eindimensional und zu festgefahren. Und das ist jetzt, glaube ich, so das, was ich jetzt bei Maike auch zum Schluss gehört habe, wie Henk jetzt wahrscheinlich die Ansprache halten wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das so die Worte sind, die er findet,
ja, um das Beste sozusagen nochmal rauszuholen, um nochmal eine Entwicklung zu holen, um aber dann auch mit einem guten Gefühl dann in, nach Polen, nicht nach Polen zu fahren, sondern ins Polenspiel. Ja, das sind so meine, meine Analysen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, wir verlieren das Torhüter-Duell auch deutlich, glaube ich. Wir verlieren die Tempo-Gegenstöße deutlich. Die fangen uns dreimal einen Tempo-Gegenstoß sogar noch ab und kriegen den Ball vorne sogar noch, wo zwei Hände dran sind oder drei Hände, aber dann hat die Norwegerin den Ball und macht das Ding. Und das sind halt alles genau die Sachen, die, die nicht passieren dürfen. Was mir eine Sache noch, die ich im Angriff finde, was ich schade finde, ist, dass wir einfach nicht Stine attackieren. Also der hat am Anfang, hat sie auf halb verteidigt, was sie häufig macht. Jetzt haben sie mit Solberg gewechselt und also links außen verteidigt jetzt auf halb. Aber da mal, wir haben es einmal, glaube ich, gemacht, ein 1 gegen 1 ziehen, eine gelbe Karte bringen oder mal ein Mismatch mit dem Kreisläufer. Unser Kreisläufer steht viel zu zentral. Jetzt steht sie auf außen, vielleicht einfach mal den Einläufer von rechts spielen und dann, dann eine Mismatch-Situation, um Stine halt irgendwie mal eine gelbe Karte zwei Minuten zu bringen, um den Kopf der Mannschaft einfach mal auch zu eliminieren, weil sie steuert und lenkt gerade alles und ohne sie könnte es vielleicht nochmal einen anderen Touch geben, aber jetzt auch nicht mehr in dem Spiel, sondern wenn wir uns dann hoffentlich im Halbfinale nochmal wieder begegnen. Ich also. Wollte gerade sagen, also noch die zweite Halbzeit angehen, ne, das Bestmögliche rausholen, was da irgendwo geht, gutes Gefühl mitnehmen und dann Polen, geht, Polen weiterschauen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, das will ich nochmal zum Ende sagen. Ne? Ja, wer weiß, was jetzt in der zweiten Halbzeit noch möglich ist. Denk an den Mitspieler von mir, der egal welcher Spielstand es steht, immer sagt, ey, Unentschieden ist immer noch drin. Ja? Das ist mutig. Ja, das ist ja, das ist ein ganz mutiger. Hat auch schon einige Male bereut. Martin, nee, danke dir. Ja, ganz, ganz gerne. Und wir schauen mal, was danach noch möglich ist. Definitiv. Und dann hören wir uns sonst nochmal oder sehen wir uns nochmal nach der Partie. Genau, das mache ich. Also ich nach dem Spielabpfiff schalte ich nochmal rein und dann gucken wir, perfekt, was möglich ist. Ja. Alles klar, danke super dir. Bis dahin. Martin, ciao. Ciao. So. Der lässt sich auch gerade gut gehen, ne? Im Hintergrund. Schön kleinen Snack in der Halbzeit. Kleine Limo. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, wo er gerade ist. Also ich glaube, da beneinigen viele, dass er vor Ort sein kann. Was ist der Kollege von Handball Insights? Nein, nee, Handball Inspire. Oder dieses Handball Inspiratoren. So sagst du, ja, ja, immer auf Instagram. Ja, ja, genau, da habe ich schon mal gesehen, auf jeden Fall. Genau, da macht er diese Weltreise und will sich inspirieren lassen. Genau. Na, hoffentlich lässt er sich nicht von dem Spiel inspirieren. Entschuldigung. Also bislang. Ja, das ist... Aus irgendeinem Grund sehe ich jetzt euch beide nicht mehr. Jetzt nur noch mich. Okay. Ist vielleicht auch besser so. Also meine Kamera ist noch an. Also ich kenne das, wenn man ein bisschen klickt mit dem... Ja, jetzt ist Björn weg, jetzt ist Björn wieder da. Man kann auf jeden Fall, wenn man mit den Bildern quasi der, naja, wie soll ich sagen, mit den Leuten, die auch bei Skype mit drin sind, hin und her switcht, man kann die auch quasi rausnehmen aus dem Stream, dass man sich wirklich nur noch selber sieht. Da müsste ich aber selber gucken, wie man es wieder hinbekommt. Aber hören tust du uns sonst noch? Ja, hören. Ich höre euch gut, ja. Okay. Das ist nur irgendwie ein bisschen komisch, wenn man mit jemandem spricht und ihn nicht sieht und nur man sich selbst sieht, aber das ist schon in Ordnung. Alles klar. Ja, ich habe bei mir jetzt gerade noch mal probiert, aber ich glaube, bei mir ist das alles soweit korrekt eingestellt. So. 6 Kowalski 9 schreibt gerade in den Chat, wo ist Miley Winterberg? In der Tat, ich hatte sie auch angeschrieben, aber sie wird wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen wo mal dazu stoßen als Expertin und mit dabei sein. Genau, so viel dazu. Also ich bin froh über jede Spielerin, die höherklassig spielt, die vielleicht auch ein paar Insights liefern kann, so wie Maike natürlich heute perfekt, die kann
und weiß natürlich auch, wie es bei der Nationalmannschaft quasi abgeht. Letztens mit Annika und Maxim, die selber in der Bundesliga spielen. Das ist schon echt super. Ja, und vor allen Dingen, Michael, wir haben ja jetzt vielleicht gerade am Anfang der zweiten Halbzeit die Möglichkeit, mal, ich mache mal ein bisschen Werbung. Ich habe nämlich gelesen, du hast einen Philipp Weber demnächst bei dir? Ja, in der Tat. Montagabend ist ja dann auch wieder Deutschlandspiel. Aha. Das werden wir auch begleiten oder auch zumindest mit dabei sein. Da ist ja vorn mit dabei. Und danach ist um 21 Uhr der Talk mit Philipp Weber über ja, sein Training. Ne? Da gibt es ja so ein neues Format bei mir, wo wir einfach über das Training sprechen. Wo ich Maike auch übrigens schon angefragt habe, dass wir da auch nochmal zukünftig vielleicht nochmal drüber reden, wie bei ihr so das Training aussieht. Ja, geil. Und genau, da ist Philipp Weber am Montagabend dabei. Das ist ein langer Streamabend für dich. Ja gut, ich habe gerade Urlaub 2 Wochen. Also da hat man Zeit. Mhm. Und man macht es ja auch gerne. Also, Entschuldige, aber wenn ich Urlaub habe, habe ich echt alles, aber am wenigsten Zeit. Ich glaube, ich mache irgendwas verkehrt. Also es so. Bringt ja Spaß. Also genauso das jetzt ja auch mit der Watch Party. Ich will sowieso die Spiele gucken von der deutschen Nationalmannschaft. Wenn man das natürlich damit verbinden kann, noch mit 2, 3 weiteren Leuten das Spiel zusammen zu gucken, bisschen zu fachsimpeln, Meinungen auszutauschen, gibt es auch nichts Besseres. Okay, aber besser hätte in meiner Meinung nach der Start glücken können. In die zweite Halbzeit, 14:23 jetzt für Norwegen, also bei mir zumindest. Ja, boah, schade. Das war ein schöner Strich von Xenia, geht leider ins Lattenkreuz. Ja, vor allem das Tor von Norwegen war ein Kemper, also das ist natürlich dann auch immer noch so ein bisschen so ein mentaler, wie soll ich sagen, das haut nochmal schön drauf, wenn dann Norwegen im ersten Angriff in der zweiten Halbzeit direkt mal einen Kemper verwandelt. Ja. Jetzt haben wir 2 Minuten bekommen, das ist natürlich auch schwierig. Würdest du sagen, die sind gerechtfertigt, die 2 Minuten? Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Situation nicht so gesehen habe, weil ich gerade hier auf den Bildschirm geschaut habe. Ah, okay. Deswegen kann ich es momentan gerade nicht einschätzen. Ich müsste sie nochmal sehen, aber jetzt kommt die Wiederholung nicht nochmal. Wir können es eh nicht ändern, von daher. Nee, das stimmt. Ist es meistens müßig, darüber zu diskutieren, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Aber Nora Mörk macht da weiter, wo sie aufgehört hat. Ich glaube, ihr 8. Tor mittlerweile. Genau, 8 von 10. Das ist schon stark. 8 von 10? Ja. Verdammt. Generell, also ich habe ja die Stats offen. Ich habe die Stats offen. Die haben jetzt 24 Tore bei 32 Würfen. Das sind einfach mal 75% Trefferquote. Ne? Das ist schon... Und dann guckst du die Deutschen dagegen an, 14 zu 25 sind halt 56%. Was auch eigentlich nicht so schlecht ist, ne? Aber dann ja, in so einem aber Spiel leider. Wenn du natürlich dann oben angreifen willst oder da mithalten willst gegen so eine Weltklasse, ne, das ist natürlich. Aber gut abgefangen. Ja. Aber es ist natürlich auch, ne, du kommst aus der Halbzeit raus, willst ja jetzt nochmal attackieren, aber die Norwegerin, ey, genau das Gleiche, ne? Die gehen auch direkt wieder aus Tempo von ja. Anfang an. Gar nicht hier irgendwo eine Situation aufkommen lassen. Also, das ist schon. Aber zumindest gut zurückgelaufen, ne? Von 10 Jahren. Ja. Dann noch den 10 Meter jetzt rausgeholt. Meidhof. Das ist auch neue Tor dran, ne? Von Norwegen. Ja, genau. Oh. Die 7 Meter sind uns mir irgendwie nicht so. Direkt vorbei, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ja. Eieiei. Stimme voll rausgeholt, ist ja gut. Perfekt. Den Pfiff kriegt man auch nur international. Tor wird jetzt draußen bei mir hier. Ja, bei mir auch.
Den reimen sie natürlich jetzt auf, ne? Gegen die Norweger. Ja, das ist so ein, leider Gottes, so ein Tag, an dem bei Norwegen alles gut läuft und die ja, 10 Tore nach 35 Minuten. Oh, das ist halt schon bitter, muss man einfach mal so sagen. Auf jeden Fall, aber das war auch so eine Situation. Ne? Ich glaube, die Maitorf, die spielt ihn. Den kannst du nachts wecken und die spielt dir von 100 Bällen, spielt dir 99,9 da an den Kreisläufer ran. Und genau jetzt ist gerade so ein Stockding, was er einfach nicht will. Ja. Jetzt haben wir mal mit 2 Kreisläufern gespielt, damit wir das Mismatch mit Schmu und dem Außen haben, was ja wirklich auch ein akkurates Mismatch ist. Schmu ist wer? Und mit Antje Barroth, die dann, mit Luisa Schulz, Entschuldigung. Alles gut. Aber ist ja gut, jetzt hören wir nochmal die Spitznamen. Ja, und Antje Launroth, die auf links außen normalerweise spielt und dann eben eingelaufen ist, die auch eine gelernte Kreisläuferin eigentlich ist, ist eigentlich eine ganz gute Variante, um im Angriff da das Spiel ein bisschen in die Breite zu ziehen. Jetzt Nora Merck schon wieder getroffen, das ist Wahnsinn, das ist echt unglaublich. Aber das war schön gemacht von Xenia. Ja, und jetzt ist das Ding mal drin. Ja. 3 von 7. Mhm. Ja, ist in Ordnung, 3 von 7, aber trotzdem, das ist, sind halt ärgerlich, ne? Dann 2-3, der eine frei vorbeigeworfen, glaube ich, war das ja in der ersten Halbzeit. Ja. Die tun natürlich weh. Ja, hast du Pech, kommt auch kein Glück hinzu, ne? Abpraller und dann ja. Noch den Heber kassieren. Aber das ist auch so typisch, so bei Norwegen klappt es dann doch. Klar, dann ein bisschen Pech, einen Posten getroffen, aber der Abpraller ist bei ihm. Ja. So, an einem guten Tag klappt dann halt einfach alles, da hast du das Glück, dass die Abpraller zu dir kommen. Ja, das ist, kommt dann irgendwie alles zusammen. Auf jeden Fall. Dann geht nochmal einer in Pfosten rein, wo du denkst, das geht nicht. Und dann nimmst du. Entschuldigung. Da Handy weggeworfen, Handy oder? Ja, das Handy fiel gerade runter. Ich musste mich. Das war genau auf diese Aussage, so ein komischer. Naja. Das ist frech. Na, gegen die Hand reingedreht und dann noch Pfosten. Ei. Ja, den macht sie ganz gerne, den Wurf. Dass dann in so einer Situation so ein Wurf kommt, aber das ist schon, es tut schon ein bisschen weh irgendwie, auch wenn es natürlich schön anzusehen ist. Ja, aber lass mal weiterdenken gerade, weil ich bin ja so auch nichts, also die ganzen Turnierbäume sind ja sowieso immer für mich so ein bisschen, ich warte ja immer bis am Ende der Vorrunde, dann alle Plätze feststehen und dann geht's weiter. Jetzt gehen wir mal davon aus, die verlieren heute gegen Norwegen, haben gegen Rumänien gewonnen, gewinnen gegen Polen. So, dann haben wir, ich glaube, das waren die Vorrundenspiele, ne? 4-2. Und dann geht's dann wird's aber, ich glaube, die ersten, wer kommt weiter, weißt du das? Die ersten beiden aus jeder Vorrunde? Die ersten drei. Genau, die ersten drei kommen weiter und nehmen die Anzahl der Punkte mit gegen die Mannschaften, die weiterkommen. Das heißt, wenn wir das Szenario jetzt so spielen, dass Deutschland und Norwegen weiterkommen, wenn alles normal läuft, wird Norwegen Rumänien schlagen. Dann geht Norwegen mit 4 Punkten, Deutschland mit 2 Punkten und Rumänien mit 0 Punkten in die Hauptrunde. Und wir treffen dann, jetzt muss ich kurz überlegen, auf die Gruppe mit Holland, Serbien, wer ist da noch? Ungarn und Kroatien. Genau, Serbien, nicht alles täuscht. Ungarn, Kroatien, Niederlande. Genau, und dann. Boah. Eieiei, jetzt habe ich ja gerade erst gesehen. Boah. Uiuiui, das sah. Ja. Oh. Und das. Na, okay, sie wollen halt die Außenspielerin schützen oder generell den Spieler, dass der Außenabwehrverteidiger da nicht mal reingehen darf, aber Da hat sie auf jeden Fall einen kassiert, ey. Scheiße. Und dafür kriegt sie jetzt noch eine Strafe oder was? Oder was haben sie jetzt? Ich wollte gerade fragen, sind sie am Diskutieren, dass sie am Rot geben? Ich würde jetzt auch auf Rot tendieren. Ne, 2 Minuten.
Ja, da war die Überlegung war bestimmt, geben wir 2 oder rot. Ja. Ja, ist ja generell ja so, glaube ich, jetzt ab dieser Saison, dass sobald du den Schritt ja reinmachst in die Außenspielerin, dass sie zu, würde ich sagen, zu 99% 2 Minuten geben. Ja, und 7 Meter. Ja. Aber wenn man das weiß, dann kann man das ja auch nutzen. Also, ne, das sind alles so Sachen, die Schiedsrichterauslegung, das ist bei den Männern, finde ich, ist ganz extrem, ganz, ganz oft wird es ausgenutzt und ja. So ein bisschen auch, ja, theatralisch reingesprungen. Aber wenn man das auf weiß, jeden Fall. Als Schiedsrichter, dass die Linie einfach da so ist und dass da extrem drauf geachtet wird, dann kann man das ja auch selbst für sich ein bisschen nutzen, also denke ich zumindest. Ja, und vor allen Dingen, Michel, das Bein rausstellen, ich glaube, das wird schon immer bestraft. Ja, nee, also, nee, aber das generell, wenn du auch reinläufst, also ich hab's jetzt, ich verfolge natürlich so als THW-Fan den THW sehr stark. Wenn dann selbst so ein da war gerade so ein Piepen bei mir auf dem Ohr. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Nee, aber wenn selbst der Außenverteidiger halt reingeht, ohne ein Bein zu stellen, sondern sich einfach nur hinstellt und parallel der Außenspieler reinspringt bzw. anläuft, also diese Saison wird es halt rigoros bestraft. Ja, aber Mike sagt das schon richtig. Also gerade auf den Außenpositionen im gerade auf einer Außenposition in meiner Bereich, da hast du schon, also du hast ja in der Regel sowieso die Außenposition doppelt besetzt und ich behaupte einfach mal ganz provokant, dass du von jeder Doppelbesetzung mindestens einen dabei hast, der, ich sag mal, diese Theatralik auch wirklich kann. Ja, da mach ab und zu überhaupt keinen Kontakt irgendwo sein. Da Spieler geht noch einen letzten Mann zurück, aber der Angreifer sieht das, geht noch mal den Tick näher, hat wahrscheinlich noch nicht mal einen Kontakt wirklich, aber fällt so gekonnt, wenn der Schiedsrichter dann auf der anderen Seite ist. Oder abhängig davon, wo der Schiedsrichter ist. Oder wenn er auch bei dir auf der kurzen Seite ist und der Feldschiedsrichter den langen Weg hat, der sieht das einfach nicht. Die stehen in so einem doofen Winkel teilweise. Ist einfach so, da bleibt dir nichts anderes über teilweise. Ja. Wieder gut gespielt, ne, von Norwegen gerade. Auf jeden Fall. Ja. Super stark gespielt. Aber auch nochmal darauf, ich finde, die Frauen schauspielern halt nicht so. Oder deutlich weniger als jetzt die Männer. Also ich kenne es halt auch aus den unteren Ligen. Da ist es halt Standard. Da wird halt locker so 1-2 Mal eine Schweibe angesetzt. Ja, Frauen sind halt Vollmaschinen. Ach, so ein bisschen Theatralik ist auch schon mal dabei. Das muss auch einfach sein. Man muss den Schiedsrichtern ja auch zeigen, wenn man gefoult wird. Ja, es ist obligatorisch, glaube ich, so am Kreis, ne? Dass man halt auch schreit, wenn man gefoult wird, wenn Kontakt da ist. Ja, klar. So, das ist halt Standard auch. Ja, also das ist total auch bei vielen einfach auch intuitiv, dass sobald man irgendwie gehalten wird, dass dann einfach so ein Ton mit rauskommt, sage ich mal, dass man auch so ein bisschen schreit. Ja, das ist normal, aber in der Regel würde ich schon sagen, dass wir versuchen, jetzt irgendwie nicht damit Theatralik zu punkten. Ja. Da geht schon auch zur Sache, wie man gerade in dem Zweikampf sieht, was sehr, sehr gut gemacht wurde, jetzt gerade von Julia. Aber Binke. Es ist auch wichtig, dass man jetzt nochmal, auch jetzt, wenn es, was sind das, 14 Tore Unterschied sind, trotzdem hart da dran bleibt, damit diese Aggressivität, diese Spannung auch dann ins dritte Spiel mitnimmt, wenn man schon so weit denken will. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es hilft nichts. Ja, sehr gut gemacht von Dina. Es hilft ja nichts. Wir können es jetzt in dem Moment einfach nicht ändern. Es war einfach heute nicht drin. Also ich denke, das kann man jetzt auch 18 Minuten vor Schluss ganz klar so sagen. Aber das Turnier geht ja weiter und das ist auch gut so. Also durch den Auftakterfolg gegen Rumänien haben wir uns ja wenigstens schon mal eine ganz gute Ausgangsposition erarbeitet und ich bin fest davon überzeugt, dass die Mädels übermorgen gegen Polen gewinnen. Und dann hat man auf jeden Fall noch 3 weitere Spiele. Ja, und da muss man, denke ich, schauen, erstens, wer die Gegner sind und dann einfach jedes Spiel nochmal nutzen. Es ist, man weiß ja auch nie, was passiert mit Corona. Es sind ja so ungewisse Zeiten. Es kann ja wirklich alles passieren. Ich bin echt gespannt, wie das Turnier so weitergeht und abläuft. Ich hoffe natürlich und drücke die Daumen, dass das zumindest, dass alle gesund bleiben, das wäre schon mal wünschenswert. Ja, das ist die Hauptsache. Also es ist halt schon krass. Also das Holland-Spiel wurde ja schon verlegt, glaube ich, von gestern auf heute, weil ja einer von Serbien, glaube ich, positiv getestet wurde. Bei Rumänien war ja auch jemand positiv getestet worden, aber da hat dann die deutsche Nationalmannschaft, glaube ich, gesagt, dass sie trotzdem spielen wollen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Das ist halt schon so eine Sache, ne?
Ja, aber das ist ja so eine, das ist ja Ja, aber es ist das ist ja aber wirklich eine total cool. Grundsatzfrage, ne? Entschuldige. Ja, aber Und ich wollte gerade sagen, das ist also. ja aber auch eher eine, das ist ja aber auch eher eine Grundsatzfrage zur jetzigen Zeit. Soll man spielen, soll man das nicht spielen? Da gibt es ja unendliche Für und Widers und da kommt man eh auf keinen grünen Nenner. Meiner Meinung nach. Weil du hast immer die einen und immer die anderen, die was sagen und ihre Meinungen behaupten. Und irgendwo hat auch irgendwie jeder recht. Entschuldige, Michael. Nee, alles gut, alles gut. Ich wollte jetzt gerade den Chat mal aufgreifen. PJK Sport Stadt Düsseldorf, Peter, moin. den man ja von Trops vorkennt, unter Also anderem ich erkenne. Beachvolleyball und solche Sachen, jetzt zuletzt ja auch Fechten, schreibt auch gerade in den Chat, Rückraum rechts haben wir mal ein echtes Thema, gefühlte 3 bis 4 gefangene Bälle aufs Tor. Das ist natürlich so ein bisschen auf, ich glaube, das war zu der Zeit Althoff. genau, von Maithoff. Ja, muss natürlich ein bisschen mehr kommen, aber sie nimmt sich zumindest die Würfe. Ne, 3 von 9 getroffen, die meisten Würfe aus dem Rückraum genommen. Manchmal kommt halt auch ein bisschen Pech dazu, ist halt nun mal so. Im nächsten Spiel sieht es halt wieder anders aus. Ist so nichtsdestotrotz, ne, versuchen jetzt irgendwie noch die letzte Viertelstunde so runterzukriegen, dass man, wie Mike gesagt hat, wie Marlin sagen, mit einem guten Gefühl da rausgeht, dann kannst du es aus Trainersicht auch nochmal Stücke in das Spiel. Ja, kannst du nochmal in wirklich einzelne Sequenzen sagen und dann nachher auch nochmal abschließen. So in die letzte Viertelstunde, das ist halt das. Und wenn es nächste Spiel gehen, salopp gesagt, das sagt ja auch immer jeder untere Trainer, was ich so mitgekriegt habe. Ja, wir nehmen einfach die letzten Minuten vom letzten Spiel, die waren richtig Bombe und nehmen die und fangen genauso an. Klappt nicht immer, aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz, zu sagen, hey, wir können's. Und das ist jetzt einfach mal ein doofer Tag. Shit happens. Turnier geht weiter und ja. Polen ist der nächste Gegner. Keine Zeit irgendwie, jetzt auch noch nicht, irgendwie Zeit darüber jetzt großartig nachzudenken. Analysieren, wo waren die Fehler? Ganz professionell. Darüber sprechen. Das kurz antrainieren, vielleicht im besten Fall noch, aber dann auch schon wieder auf Polen, ne? Ja, Vorwand. absolut. Alles andere hilft nicht. Also, wie gesagt, man muss, das ist zwar sehr, sehr bitter, man muss aber auch einfach zugeben, dass Norwegen unglaublich gut spielt und ja, das Spiel einfach von Anfang an einen Griff hatte. Und ja, das ist, wie gesagt, es hilft nichts. Wir haben noch mindestens ein Spiel und wir wollen in die Hauptrunde und ich bin auch davon überzeugt, dass wir das schaffen. Und ja, dann heißt es übermorgen einfach direkt den Fokus auch wieder zu finden für das Polenspiel. Und das sind aber die Mädels gewohnt. Es sind viele dabei, die ja schon einige Turniere gespielt haben, für die das nichts Neues ist. Und deswegen weiß ich auch, dass die Mädels es schaffen, dieses Spiel abzuhaken, auch wenn es jetzt im Moment erstmal wahrscheinlich ein bisschen schwer ist und auch enttäuschend einfach. Dann wird es morgen auch wieder besser aussehen. Da schläft man mal eine Nacht drüber und quatscht vielleicht abends noch ein bisschen zusammen drüber, woran es gelegen hat, was los war und dann ja, ist am nächsten Tag auch schon wieder Fokus auf den neuen Gegner. Ich wollte gerade fragen, machen die das teilweise mit sich alleine aus oder sind da wirklich so ein, zwei Persönlichkeiten, so wie Emily beispielsweise, schätze ich einfach mal, weil sie schon lange dabei ist, die einfach mal sagen, Leute, jetzt geht der Zug in die Richtung und weiter geht's. Also gibt es da so Redelsführer, die einfach auch wieder aufbauen oder macht das jeder mit sich selbst aus? Ja, also ich würde mal behaupten, dass das Teamgefüge echt gut ist und dass man sich auch mal zusammensetzt und ein paar Dinge bequatscht. Und klar, wir haben mit Kim Naitzinavicius, unserem Captain, und Jule, Co-Captain, definitiv zwei, die da vorne weggehen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass jeder was sagen kann, jeder seine Meinung einbringen kann und klar, dass die so ein bisschen erfahrener vielleicht sind, sei es eine Luisa Schulze, eine Xenia, auch eine Emmy, kann da eigentlich fast jeden nennen, bringt sich da ein. Und nach so einem Spiel ist es meistens so, ich weiß jetzt nicht, wie es in diesem Jahr ist mit Corona, dass man sich im Physiozimmer beispielsweise nochmal mit ein paar Leuten zusammensetzt und ein bisschen drüber quatscht und dann aber auch schon direkt sagt, ja, okay, jetzt war es eben so, es war scheiße auf gut Deutsch gesagt, aber es geht weiter und ja, wir müssen den Fokus wiederfinden. Und ich weiß nicht, ob heute Abend das so viel Sinn macht, darüber irgendwie mit dem Staff auch noch, also mit Trainer und allen zusammen zu reden.
weil man dann danach doch meistens nicht so aufnahmefähig ist. Deswegen denke ich, dass es kurz in der Kabine vielleicht eine Ansprache gibt oder eine kleine Besprechung, und dann auch schon auf Polen geschaut wird ab morgen. Ich finde, man sieht jetzt auch Aufhören. gut, es wird jetzt auch durchgewechselt, ne? Also ich Ja. glaube jetzt Zapf auf rechts außen, Ina Grossmann auf Weigel links auf. außen, genau, Weigel ist schon länger dabei, Schulz natürlich jetzt schon am Kreis auch schon ein bisschen länger dabei, Schäni macht sich unten am Spielfeldrand auch schon warm. Ja. Und was natürlich auch für uns positiv ist, ich habe mal aufs Ergebnis geguckt, Rumänien gewinnt 28-24 gegen Polen. So, dementsprechend. Die haben sich allerdings auch sehr schwer getan, die Rumänen. Okay. Ja. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe Ja. nur das Ende so ein bisschen verfolgt und habe in den sozialen Medien so ein bisschen Highlights geguckt. Und da hat Polen auch in der ersten Halbzeit relativ klar sogar geführt. Ah, okay. Aber wie ist Polen einzuschätzen? Also ich habe gar keine Ahnung von Polen leider, aber sind die schon stark? Entschuldigung. Ist ja nun mal, muss ja nun mal so, ne? Ich lasse das Zitat mal so stehen. Also ich muss ehrlich gestehen, dass Polen für mich auch eine ziemlich große Unbekannte ist. Ich weiß, dass eigentlich drei Leistungsträgerinnen nicht dabei sind. Das ist mit Karolina Kudlatsch-Klott aus Bietigheim, dann Kobylinska, die in Brest spielt, soweit ich weiß, und Kinga Aschu. Das sind drei sehr erfahrene Spielerinnen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Die sind nicht dabei. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, kenne ich von den polnischen Spielerinnen sehr, sehr wenige und lasse mich so ein bisschen überraschen, wie die auftreten, wie die spielen. Aber ich glaube, rein vom Kader her müssen wir da in das Spiel als Favorit gehen. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde halt generell, wir sind halt auch breit gut besetzt. Also eine Zapf als Zweite aktuell auf rechts außen, eine Grossmann auf links außen, die momentan die 2 ist, mit Schäni, die wir noch haben, die ja auch wurfgewaltig ist, mit Schulz als zweite Kreisläuferin hinter Behnke. So aktuell sind wir halt schon gut aufgestellt. Ja, finde ich auch. In der Breite auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Sehr variabel. Ah, das ist auch mal, also Norwegen setzt man aber noch, aber auch einfach mal ein Statement, ne? Einfach mal eine Überschrift setzen für morgen für die Zeitung. Wir wollen Europameisterin werden. So, also nur mit dem Ergebnis allein schon. Ich bin mal gespannt, weil ich glaube, heute Abend spielt noch Holland. Da bin ich ein bisschen neugierig drauf. Auf jeden Fall, ja. Weißt du, gegen wen? Das Aus ist dem Kopf? Nachholspiel, ne? Ging sehr. Ach, das ist Serbien. gegen Ja. Serbien, okay. Bin ich mal gespannt, was die da auf die Platte bringen. Ich auch, ja. Moment. Es ist sowieso so ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ich wurde auch im Vorfeld schon häufiger gefragt, ja, was glaubst du über Würz und was ist mit denen und denen? Da habe ich. Es ist total schwer, weil viele Mannschaften hatten dieses Jahr kein einziges Länderspiel. Man hat einfach nicht so den Überblick, okay, wer spielt jetzt eigentlich mit, weil es doch relativ viele ja, Spielerinnen aus vielen verschiedenen Mannschaften gibt, die das Turnier nicht bestreiten können. Also es ist total schwer, so eine Einschätzung im Großen und Ganzen zu treffen. Wer sind denn jetzt die Favoriten und auf wen muss man sozusagen setzen? Das wird jetzt alles nach und nach so ein bisschen klarer, dass man sieht, zum Beispiel Ungarn, hätte ich nicht gedacht, dass sie gegen Kroatien verlieren. Das war für mich schon eine Überraschung. Frankreich hat sich gestern extrem schwer gegen Montenegro getan. Also man merkt schon, dass diese ganze Corona-Situation nicht so leicht an den Mannschaften vorbeigeht. Und das ist ja auch irgendwo klar. Ich Ja, bin auch umso. schon gespannt auf Schweden, nachher gegen Spanien. Spanien natürlich eine deutliche Klatsche gegen Russland bekommen. Und Schweden hat sich mit 4 durchgesetzt gegen Tschechien. Da bin ich auch schon gespannt, wie das nachher wird. Und im Chat schreibt auch Marcel gerade, ist das Ziel Halbfinale, welches Emily Berg ausgerufen hat, nicht ein wenig hochgesteckt, wenn man sich die europäische Spitze unter anderem mit den Niederlanden anschaut?
Also, ich glaube durchaus, dass für uns als Mannschaft, für die deutsche Mannschaft, ein Halbfinale schon auch drin sein kann. Ich denke, wir haben in den letzten, ich glaube, zwei Turnieren waren wir jeweils wirklich nah am Halbfinale und da hat es nur an Nuancen irgendwie gehangen. In diesem Jahr, wie ich schon gesagt habe, ist es extrem schwer, die anderen Mannschaften einzuschätzen. Und auch wir hatten nicht so viel Zeit mit den Lehrgängen, die wir hatten. Es waren zwei, plus dann die Vorbereitung auf die EM, uns da vorzubereiten. Oder beziehungsweise die Mädels hatten nicht so viel Zeit. Es ist super schwierig. Ich glaube, wenn wir das Spiel jetzt gegen Norwegen gut abhaken können und einen neuen Fokus finden, dann ist es durchaus möglich, ins Halbfinale zu kommen. Und ich finde es auch gut, dass das als Ziel ausgesprochen ist und auch kommuniziert wird, weil man will ja auch nach vorne kommen. Ja, aber es wird dann wahrscheinlich wieder an so Spielen wie gegen die Niederlande hängen, je nachdem, wer noch in die Hauptrunde mit einzieht, wenn wir es denn schaffen, wovon ich jetzt erstmal ausgehen möchte. Ja, das sind dann so die entscheidenden Spiele. Kann man dann an einem guten Tag die Niederlande schlagen oder ja, wie kommen die überhaupt ins Spiel, ins Turnier? Viele Dinge, die unglaublich schwer einzuordnen sind und deswegen bin ich weiter sehr gespannt. Aber ich will so sagen als Resümee, ich glaube schon, dass es möglich ist, aber es muss sehr viel stimmen. Auch nochmal an die Leute, die jetzt zuschauen, nochmal der Aufruf, wenn ihr Fragen habt an unseren Bundestrainer nachher oder auch die ein oder andere Spielerin, die vielleicht bei der PK dabei ist, Martin von Handball Inspires hat eine Presseakkreditierung und kann für uns vor Ort auch Fragen stellen. Er versucht auch sein Handy mit reinzunehmen, dass wir ihn vielleicht sogar live im Chat, im Stream sogar mit Toi, haben, toi. die PK. Mal schauen. Also, wer Fragen hat, gerne rein in den Chat oder auch per Instagram schreiben. Ich leite die dann weiter an Martin und mal gucken, ob er die ein oder andere da loswerden kann. Maschine. Der nächste Treffer, ne? Ey, das 12 ist. von 15 Treffern jetzt. 80%. Ja. Und die macht im ersten Spiel, glaube ich, 6 von 6. Ja gut, Das ist das schon habe ich jetzt. Wahnsinn. Also wie sie zurückgekommen ist nach der langen Verletzung, da kann man einfach nur den Hut ziehen. Das muss man mal so sagen. Ja, Vorbild, ne? Auf geht's. Ja. Schaust du dir die Spiele eigentlich hier mit, schaust du dir die in der Regel alleine an? Weil du da jetzt alleine sitzt, nun mal so ganz, ganz doof gefragt, oder kommen ab und zu nochmal die ein oder andere Teamkollegin rüber und so, und ihr flucht so ein bisschen und freut euch so ein bisschen gemeinsam, keine Ahnung, wie man das so macht bei einer Tüte Chips oder sonstiges? Also in der Regel gucke ich es gerne mit anderen zusammen, weil man sich dann ein bisschen austauschen kann. Ich bin jetzt aktuell tatsächlich zu Hause bei meinen Eltern Ah, wegen okay. meiner Verletzung. Und die werden das Spiel auch schauen auf dem Fernseher, aber dadurch, dass ich jetzt in die Watch Party eingeladen wurde, habe ich mich jetzt doch mal in ein Zimmer verzogen, wo ich dann alleine sitze. Ah, okay. Guck mal, da kommt Ja, auch aber. schon im Chat auch schon die erste Frage. Die werden wir nachher mal Martin weiterreichen. Und zwar Marcel schreibt: Wäre jetzt nicht auch der richtige Zeitpunkt, einen Youngster wie Annika Lott zu bringen, oder wäre es aktuell zu undankbar? Also generell jetzt hätte man vielleicht auch gucken können, ob man ihr vielleicht jetzt rückblickend auf das Spiel vielleicht auch nochmal Einsatzchancen geben können oder zumindest Einsatzminuten. Die werde ich nachher mal auf jeden Fall mal Martin weiterleiten. Ja, aber da darf ich da mal direkt. Annika Lott ist doch Rückraumlinke, oder? Ist doch eine Rückraumlinke Spielerin. Die sind doch mit einem kompletten Kader in das Spiel gegangen. Also hat sie doch, oder steht sie mit auf dem Spielbericht? Nein, oder? Was steht sie? Ja? Warte, ich Okay, guck okay. kurz. Ja. Echt? Ja, ist mit drauf. Okay, Momentan okay, ist okay. mit drauf. Dann nehme ich alles zurück und der Gedankengang ist gelöscht. Aber sie ist ja auch frisch dabei, ne? Also ein oder zwei Länderspiele erst gemacht, so ungefähr. Also Buxtehude, ne? Genau. Er kommt ja Okay. aus Richtig. Hinterdoisburg aus der Jugend, also aus dem hohen Norden.
würde mich interessieren, was Hengst sagt. Aber ich habe den Ton ausgeschaltet. Warte, ich mach ein bisschen lauter. Okay. Er möchte, dass im Angriff, verlagert wird, dass der Kreis gegen die Laufrichtung komplett wegzieht und dann einfach volle Möhre ins 1 gegen 1 gegangen wird. Also er redet Alina momentan, ins 1 gegen 1? Ja, er redet momentan wirklich ausschließlich über Angriff, gar nicht Abwehr. Okay. Also das, was ich jetzt gerade mitbekommen habe. Mir fehlen bestimmt 10 Sekunden, wer weiß. Ja, macht sonst alles. Ja, 12 Tore bei 15 Versuchen. Das ist, ich glaube, da kann man mal sagen, Weltklasse. Und da wird der Player of the Match, da wird kein Weg an ihr vorbeigehen. Ja, ja, definitiv. Aber man muss ja auch generell sagen, die haben jetzt 74% Trefferquote, 39 bei 53. Wie viel, 74? 74%, ja. Scheiße. Ach, schön. Und dann muss man sie ja nochmal reinziehen. Jetzt habe ich sie eben mal kurz gesehen. Dann hat man noch so eine Heidi Löke. So nochmal auf der Bank. Mhm. So, die kannst du einfach zum Schluss nochmal bringen. Ich habe genau das Gleiche, habe ich gedacht, als ich sie gesehen habe. Ich wollte es aber nicht sagen. Also, ja, das ist schon unverschämt eigentlich. Ja, das ist schon Hammer. Ey. Ich wollte sagen, nicht nur eigentlich, ist es. Hey, Maike, ich habe noch eine Neugierfrage, ne, die mich mal so. Ich habe gelesen, dass die Mädels sich Dänemark aufgrund von Corona und Babel und so weiter einen Saal herrichten wollten mit ganz Spielzeug und so weiter. Weißt du da irgendwie mehr von? Ich habe es mal irgendwo nur so in einem Zweizeiler gelesen. Ja, es ist eigentlich relativ normal, dass jede Mannschaft so sein eigenes Räumchen oder seinen eigenen Raum bekommt, um Besprechungen, Videobesprechungen, alles Mögliche da drin zu machen. Und ja, gerade jetzt in der Corona-Situation, wo es einfach nicht erlaubt ist, nach draußen zu gehen, was eigentlich immer ganz gut ist an freien Tagen oder auch mal zwischendurch, um ein bisschen Kopf frei zu bekommen, ist es natürlich umso wichtiger, dass man auch mal aus seinem Zimmer kommt. Und genau dafür ist eben so dieses Räumchen da oder der Raum, ist wahrscheinlich ein relativ großer Raum, in dem man dann ja, Kaffee trinken kann, Gesellschaftsspiele spielen kann, was auch immer. Also wir hatten bei der Heim-WM, das weiß ich noch, da haben wir uns einen Raum eingerichtet mit einer Dartscheibe, mit einer kleinen Tischtennisplatte, mit einer Wii, da konnten wir dann Mario Kart, SingStar, alles Mögliche spielen. Das ist im Prinzip so eine Art Zuflucht, dass man nicht immer nur auf dem Zimmer sitzt, sondern dass man einfach auch mal ein anderes Bild bekommt und ja, ist genug Platz da, um mit anderen Mädels noch da zu sitzen. Und ja, ich denke, das ist jetzt bei dem Turnier wahnsinnig wichtig, dass man so eine Möglichkeit hat als Mannschaft. Ja. Aber es ist dann wirklich so, dass es ein großer Raum ist, wo dann alle Möglichkeiten von Switch, Wii, Gesellschaftsspiele, Kaffee, Vollautomat und so weiter alles da ist. Ja, genau. Also inwiefern jetzt irgendwelche Spielkonsolen mitgenommen wurden, weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht, aber wenn man fliegt, dann ist das Gepäck ja auch begrenzt und bei uns Frauen ist es ja traditionell so, dass man eher mal ein bisschen mehr mitnimmt als zu wenig. Ja, genau. Also von daher, ich denke, Gesellschaftsspiele, Kaffeemaschine, sowas eben. Wahrscheinlich auch ein Beamer, dass man auch mal die Spiele zusammen gucken kann, was auch immer. Ja, sowas. Die Mädels haben sich da sicherlich ein bisschen was überlegt, was man da damit, dass man den Raum dann schmücken kann und ihr Mädels habt traditionell immer ein bisschen mehr Sachen bei. Also jetzt muss ich aber mal eine Lanze brechen. Meine Taschen sind auch immer recht voll, aber ich brauche von dem ganzen Kram, den ich da drin habe, letztendlich nur 30%, wenn überhaupt. Gut, also das ist natürlich mit Training und Spielen braucht man natürlich ein paar Sachen, Kulturbeutel etc. Ja. Da ist die Tasche schon schnell voll, wenn man dann 3-4 Wochen unterwegs ist. Deswegen ist da nicht so viel Platz für anderen Kram. Ah, okay, so meinst du. Okay, verstehe. Ja.
Herr Michel, was ist los? Eine Minute noch. Ja, also ich bin fasziniert von der Geschwindigkeit von der Linksaußen von Norwegen, die einfach da mal locker, flockig da ein paar Meter abnimmt beim Thermogegenstoß und 7 von 7 macht. Also es und 7 Tore, ja, meine Güte. Das ist schon heftig. Aber selbst das wird statistisch erfasst, ne? Hatte ich jetzt gelesen bei der ERF Euro, die Top Speed bei Sprints. Es wird so gut wie alles irgendwie alles gemacht. Ne? Also in der ersten Halbzeit hatte ich die Einblendung gesehen mit absolvierten Kilometer der Mannschaft. Du hast jetzt hier zum Beispiel die Herrem wirft 97 km/h bei dem Tempogegenstoß eben. So, das wird halt alles erfasst, ne? Oha. Ja, dann, ne? Oh, der zählt auch noch, ne? Ach, kurz vor Ende. Ja, natürlich zählt er noch. Ja, Spiel zu Ende, 23:42. Wo sagen dann, würde ich sagen, ne? Schnell abhaken. Direkt die Info, Montag geht's weiter. 18:15 gegen Polen. Ja. Ah, verdammt. Ja, ich bin mal gespannt. Also... Da muss ein Sieg her. Würde ich jetzt einfach mal so raushauen gegen Polen. Okay. Ja. Also das Spiel einfach schnell abhaken, so gut es irgendwie geht. Und dann am Montag nochmal neu anfangen. Ja, definitiv. Kieskauer, moin. Schreib's gerade in den Chat. Richtig, leider zur falschen Zeit. Kisi, moin. Quasi am Ende des Streams so angelangt langsam. Wir versuchen auch für dich noch gleich nochmal in die Pressekonferenz zu kommen mit Martin. Mal gucken, wie schnell das klappt und ob wir damit reinkommen. Ansonsten sind wir Montag auf jeden Fall wieder da. Wir gucken Montag das Spiel uns nochmal wieder an. Deutschland gegen Polen. Da geht es dann auch einfach darum, nochmal, ne, erstmal den nächsten Sieg einzufahren, aber auch mit einem guten Gefühl dann in die Hauptrunde zu kommen. Das ist dann, glaube ich, das Wichtige. Und ja. Das einmal noch zur Info für Kieskauer. Aber der Junge muss uns einfach auf Instagram folgen, dann sieht er das auch alles rechtzeitig. Wieso kennst du ihn? Wer kennt Kieskauer nicht? Ja gut, also mir sagt er jetzt auf dem ersten Sprung erstmal nichts. Herr Sprungwurf, der Herr Kieskauer ist, da muss ich ja mal, ne? Jetzt weiß ich ja nicht, inwiefern du in diesem Twitch-Spiel drin bist. Der Herr Kieskauer ist der Mod von Lukas Firnhaber und Montana Black 88. Sorry. Und selber sehr, sehr handballaffin. Okay. Ne, also bei Lukas Firnhaber bin ich nicht so häufig in seinen Streams drin und Montana Black auch nicht so häufig. Kiesi, was los? Ach nö. Kein Outing? Na gut. Entschuldigung, Mike, der Kollege schreibt hier in den Chat rein. Aber ja. Hast du den Chat auch offen? Von Twitch? Nein. Oh, okay. Ich besitze tatsächlich keinen Twitch. Ja, dann wäre das Zeit, oder? tut auch gar nicht weh. Muss man sich nur oben kann man sich anmelden, komplett kostenfrei. Und dann kann man in den Chats und sonst überall mit interagieren. Und wenn du, Michel, ich übernehme das einfach mal kurz für dich. Und wenn du frei raus. Ja, du weißt ganz genau, was jetzt kommt. Und wenn du sogar ein Amazon Prime-Konto hast, dann kannst du das mit deinem Twitch-Konto verknüpfen und einen Streamer deiner Wahl monatlich einen kostenlosen Follow da lassen. Da freut er sich tierisch drüber. Einzelpreis ist, glaube ich, bei 4,99. Genau, und mit diesem Amazon Prime kann man es halt, wie gesagt, kombinieren. Kostet keinem was extra. Mhm. Das ist, also, man muss halt schon sagen, Twitch ist halt schon so das neue Ding. Facebook und so ist halt leider ja doch schon weit überholt worden von Twitch. Erst recht durch Corona halt. Um Längen voraus ist da Twitch. Maike, dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Mit uns zusammen das Spiel angeschaut hast, analysiert hast. Weißt du, jetzt mal die Frage, ich habe noch den Stream gerade offen. Weißt du, was Emily Berg da am Hals hat? Das sind ja irgendwelche Pflaster, sehe ich gerade. Ich habe den... Ja, das sind so Crosstapes, nennen sich die. Okay, und die sind jetzt, um Verspannung zu lösen am Hals, oder?
Genau, unter anderem, ja. Also es ist auch, es ist im Prinzip von der Wirkung her, also es ist nicht wie Kinesio-Tape, aber es findet praktisch die Stellen alleine, auf dieses Cross-Tape sich draufsetzt. Das ist, wenn man Verspannungen hat, ganz gut. Und dann legt man das im Prinzip so im Muskelstrang auf. Also ich bin natürlich kein Physio. Wenn hier jetzt ein Physio sitzt, der könnte das viel, viel besser Ja gut, erklären, das was. ist natürlich gefährliches Halbwissen eines Sportlers, wie man es halt selber Genau. kennenlernt. Genau. Aber die heißen auf jeden Fall Cross-Tapes Ja. und werden relativ oft bei uns in der Sportart auch angewendet. Ah, okay. Ja, ich dachte erst, von wegen doofer Gedanke natürlich, aber Knutschflecke einmal kurz übergetaped. Weil man ja, also weil man natürlich. Nein. Oh, Michel. Ja, für die Laien jetzt am Bildschirm zum Beispiel, die vielleicht den Handball nicht so aktiv verfolgen, die hätten sich das wahrscheinlich jetzt auch gefragt. Mich immer Gegenfrage, ja? Wenn wir Ja. jetzt gerade eh schon kurz vor dem Thema sind, wenn du da schon einen Schwimmschleck hast, wie kommst du denn auf die Idee, dass du noch zwei dazusetzt auf die gleiche Seite? Ja gut, also. Da kann halt viel passieren. Gut, Ey, aber wir haken komm, das Thema ab. ich wollte gerade sagen, bitte, ich bin aus dem Alter raus. Lassen wir so stehen. Genau, Martin wäre auch gleich wieder mit dabei zur kurzen Nachanalyse. Also ich hätte sonst gesagt, zumindest Björn, hätten wir gewonnen, hätte ich gesagt, komm, wir warten auch noch die 20 Minuten ungefähr bis zur PK. Aber ich glaube jetzt nach dem Stream, wir warten kurz auf Martin, schnacken kurz noch mit ihm, kurz Analyse oder Fazit von ihm. Aber jetzt warten bis zur PK. Ich glaube, nach so einer deftigen Niederlage kann man auch keine vernünftigen Fragen stellen. Beziehungsweise da ist, glaube ich, die Motivation jetzt auch nicht mehr so groß. Da wäre es, glaube ich, noch beim Sieg wäre es anders gewesen. Ja, ist so. Ist einfach so. Ich glaube, das ist auch nachher, ich meine, so sehr professionell du nachher auch bist, nach so einem Ding, ist das so, das ist das Übel, was man machen muss Ja. als Picker, aber nicht das, was du unbedingt machen willst. So, da hast du jetzt mal überhaupt keinen Bock drauf, eigentlich. Und ich habe auch keine Ahnung, wie die das machen. Wie machen die das bei den PKs? Trainer und eine Spielerin? Oder weiß es irgendeiner von euch? Normalerweise Trainer und eine Spielerin. Ja, ne? Aber bis jetzt während Corona ist, weiß ich nicht. Habe ich auch 0,0 leider irgendwie verfolgt, weil ich wusste gar nicht, dass man das irgendwie sehen könnte. Irgendwo. Glaube ich nicht. Also da ist keine Kamera dabei. Guck mal. Ah, guck, da ist er doch schon. Da ist der Meister sogar mit drin. Zack. Ja, was? Da ist der Meister gleich mit drin. Er hat den Ach, hör auf. Skype-Talk gefunden und wieder eingeschaltet. Ja, das habe ich hingekommen. Meister bin ich Perfekt. schon. Ja, schön. Wolltest du noch nur ein zweites Mal hören, sei ehrlich. Was sagst du, Martin, zum Spiel jetzt? Ja, also wie Also wie gesagt, gesagt, das das hätte hätte jetzt jetzt noch noch Stunden Stunden weitergehen weitergehen können. können. Norwegen Norwegen war war an an diesem diesem Tag Tag einfach einfach nicht nicht zu zu schlagen. schlagen. Jetzt Jetzt von von der der zweiten zweiten Halbzeit, Halbzeit, wir haben viel viel gewechselt. gewechselt. Das Das ist ist natürlich natürlich auch auch immer immer so so eine eine Sache, Sache, da da wird wird jetzt jetzt nicht nicht der der große große Umbruch Umbruch kommen, kommen, wenn wenn dann dann muss muss die die erste erste Formation Formation sozusagen sozusagen wieder wieder gerade gerade rücken. rücken. Norwegen Norwegen hat hat relativ relativ spät. spät. Okay. Achso, nichts gesagt, glaube ich. Hier hat keiner was gesagt. Okay, sehr gut. Norwegen hat relativ spät, fand ich, Stine Oftedal runtergenommen. Also da hat man schon auch gemerkt, dass sie wissen, wie wichtig das ist, jetzt auch am Ende mit 9 plus 19 Toren in die Hauptrunde zu gehen. Also das ist ja auch eine Sache, die ganz viel Sicherheit gibt, dann auch vielleicht in einem Dreiervergleich mit Holland und Deutschland. Und dementsprechend haben sie da wirklich auch weiterhin aufs Gas gedrückt. Und das zeichnet halt so diese norwegische Kultur halt auch aus, dass sie das halt in Kollektiven die ganze Zeit halt abspulen. Wenn man Skandinavier brechen will, dann muss man halt, wie wir angesprochen haben, in die Härte reinkommen, in die Fouls reinkommen, ihnen einfach dieses Spiel nicht appetitlich machen. Und das haben wir einfach nicht hinbekommen. Was mir ein bisschen gefehlt hat, sagen wir jetzt mal von einfach also aus der zweiten Halbzeit zum Beispiel raus, Norwegen hat viel offensives Raustreten und dann nach hinten sinken lassen. Da wollten wir dann zu oft ins 1 gegen 1 gehen, gerade auf der rechten Seite. Marin Weigel war das dann, glaube ich.
Und auch aber auf der anderen Seite, da hat mir dann zum Beispiel einfach auch mal ein Schlagwurf gefehlt. So, wenn die Abwehr dann sinkt und wir mal 1 gegen 1 stehen, die Arme sind dann vielleicht unten, dann mal einen Schlagwurf ansetzen. Ich glaube, den einzigen Schlagwurf, den wir zum Beispiel in diesem gesamten Spiel hatten, war dann, glaube ich, von Kim, aber dann auch wieder so Bewegung gegen die Hand und dann so ein halber Hüftwurf raus. Also ich fand das so eine Sache, die mir ganz explizit aufgefallen ist, dass wir nicht alle Möglichkeiten abgespult haben. Aber das große Problem war einfach, das ist so dieses typisch deutsche, dass wir Spielzüge haben, die dann auch nochmal mit einer weiteren Kreuzung fortlaufen. Und wer sich das einfach nochmal angucken will, jedes Mal, wenn wir eine Kreuzung spielen, also Auftaktbewegung auf mit Außen und Halb und dann kommt eine Kreuzung, Playmaker und Halbangreifer und wieder in der Innenblock schon einfach darauf wartet, dass der Halbe den Ball bekommt, um da das Stopp voll zu ziehen, dann haben wir einfach nicht, also dann fehlt uns einfach diese Kreativität und dieses Individuelle, was Norwegen einfach mit ihrem Tempo hat, mit ihrer überragenden Entscheiderin. Und dementsprechend ist das auch ein völlig verdienter Sieg für Norwegen und für uns eine völlig verdiente -19-Niederlage. Ich finde, das klingt jetzt extrem hart, so -19. Ich glaube, dass da viele Stimmen dann auch laut werden. Das finde ich aber zum Beispiel muss gar nicht so Sinn sein, weil ich finde, so wie ich es auch in der Halle wahrgenommen habe, die haben echt die ganze Zeit, haben sich Gedanken gemacht, haben miteinander gesprochen. Auch zum Schluss nochmal die letzten Minuten immer, okay, was wollen wir in der Abwehr jetzt besser machen und so. Also wir haben uns nicht aufgegeben und wir haben auch viel versucht. Also das kann man auch nicht von der Hand abweisen. Und dann spielen wir halt gerade gegen die aktuell stärkste Mannschaft und hatten vielleicht auch zu hohe Erwartungen. Und auch mit der Perspektive, ob es, ich gucke immer bloß, weil da hinten die Pressekonferenz ist und ob sie die Türen zu schließen oder nicht oder was losgeht. Aber es geht, glaube ich, erst in 7 Minuten los. Dann hatten wir vielleicht auch einfach ein bisschen zu hohe Erwartungen, sodass wir sagen, ja, wir haben vor 2 Jahren, glaube ich, gegen Norwegen mal gewonnen oder hatten da immer eine gute Möglichkeit und ein gutes Spiel. Und man muss ja auch ehrlich sagen, Rumänien war schon fehlerbehaftet. Wir wussten nicht, spielen wir nicht. Also auch diese Vorbereitung zu diesem Norwegen-Spiel gegen so einen überragenden Gegner, ganz am Anfang eines Turniers, ja, das war einfach zu früh. Die Hürde und Aufgabe war einfach zu früh. Ja. Aber ich finde, man kann zumindest, also natürlich ein, zwei Sachen vielleicht auch positiv mit rausnehmen. So, zumindest hat jeder zum Ende noch mal ein bisschen spielen können, mal Spielpraxis sich sammeln können. Und da muss man natürlich jetzt Gedanken beiseite legen und halt auf Polen schauen dann, ne? Ja, also wir werden gegen Polen gewinnen und wir werden auch in die Hauptrunde einziehen. Dann aber mit einem deutlichen Minustorverhältnis und nur halt diesen 2 Punkten gegen Rumänien, wo ich nicht glaube, dass Rumänien in der Hauptrunde halt irgendwem anderen Punkte abluchsen kann. Das heißt, wir stehen dann unter Stress, wenn wir halt diese hohe Erwartung haben, Halbfinale Einzug. Aber wenn wir jetzt rein heute und das erste Spiel betrachten, auch mit der Gesamtsituation, dann sind wir einfach auch gerade nicht die Halbfinalmannschaft. Also das muss man dann auch so ehrlich und nüchtern sagen. Wenn wir allerdings sagen, dass wir uns über Polen und über das erste Spiel, ich glaube, wir spielen dann auch gegen den Dritten, der anderen Gruppe oder gegen den Zweiten, glaube ich, oder nee, wir starten gegen den Dritten, also dass wir daraus nochmal vielleicht in einen Flow reinkommen, dann besteht da eine Chance, aber so wird das dann schwierig. So, jetzt haben die Türen zugemacht, ich gehe mal in die Konferenz rein, ich stelle euch mal leise. Genau, also wir würden sonst kurz mit reingucken sonst, ich weiß nicht, ob das für die Leute jetzt noch nach so einer hohen Niederlage noch so interessant wäre, jetzt so eine PK, wir kommen mit rein, mal gucken, wie das da so aussieht. Ja, ich schau mal, ob ich hier mal die Kamera drehen kann. Ich kenne mich ja nicht aus hiermit. Doch. Aber, ja. So. Oha. Und dann mache ich euch jetzt mal ganz leise, also ich höre euch nicht mehr. Ja, ja, das heißt das auch. Hier, Björn, aber es dauert, glaube ich, noch. Es sind noch 4 Minuten, also es ist alles noch entspannt. Und was, glaube ich, ganz interessant ist in so Zeiten, ist, wenn das Internet so lange bleibt. Michael, das ist gerade hier, aber die neueste Version, ne? von Twitch, das neueste Format, live Walking durch die Katakomben von irgendwelchen Hallen hier. Das ist, aber ich glaube, es ist abgebrochen. Ich glaube, es ist abgebrochen. Hi. Welcome. So langsam. I'd like to ask in German then.
Yeah. Yeah, yeah, of course, the same procedure. And then, yeah, perfect. Same procedure as every year. Ja. Aber ich, Björn, ich muss mal sagen, also die ERF macht jetzt das Stats. Also ich sehe das jetzt dieses Jahr, zumindest bei dieser M jetzt, dass jetzt auch Stats erhoben werden über die Anzahl der Pässe. Jetzt würde ich mal wissen von dir, Björn, sag mal eine Zahl, wie viele Pässe hat Deutschland geworfen in diesem Spiel? Pässe in diesem Spiel? Ja. Tausend? Maike, was würdest du sagen? Ist er 1000? Ich habe kurz die Statistik eingegeben. Da hatten wir auf jeden Fall mehr als ich sag mal 800. Also wir haben 1012 Pässe geworfen. In Norwegen, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 629. Einfach mal 400 weniger. Krass. Ja. Wie heißt das denn so schön? Einfach und effektiv gespielt, ne? Ja, und wir laufen 34,5 Kilometer und Norwegen 32,2. It was quite disappointing, but for us it's important now to look at this game, learn the lessons, and prepare for the game tomorrow. I agree with Hank. I think we were never close to to be good in this game. We just lost all the defensive duels, and and then it's difficult to win against Norway or to play a role. It was very disappointing for us, but we know that this game will be hard. We will keep on going and prepare better for the next game, of course. Yeah, I think that's exactly what the two said. Maike? Couldn't do anything to stop the flow. Ich wollte mich schon mal auf jeden Fall nochmal bedanken, dass du mit dabei warst. Du kannst auch gerne sonst schon rausgehen. Wir würden sonst mit Björn würde ich noch kurz warten, bis Martin fertig ist mit der Pressekonferenz. Außer du willst bis zum Ende dabei bleiben. Genau. Würden wir dich sonst entlassen? Ich glaube nicht, dass du jetzt noch die ganze PK abholen möchtest. Alles klar. Danke ich auf jeden Fall auch, dass ich dabei sein durfte. Es hat echt Spaß gemacht. Und wir sehen uns ja dann auch demnächst wieder. Genau, Maike. Dann hoffentlich auch, dass ich auch zu sehen bin. Ja, das hoffe ich auch. Ne? Und dann werden wir bei dem anderen Format ja. Von deinem Training dann uns. Hallo Martin, Handball Inspires Deutschland. Also ich glaube, eurer Auswertung will ich jetzt gar nicht so viel zulegen. Ich will einfach nur noch mal fragen, was so der grobe Plan war, um Stine Oftedal im Zentrum zu attackieren. Ich habe viel Halbverteidiger-Attacken gesehen, gerade aus der Ballfernsituation. Aber was waren noch so die Möglichkeiten oder was hätte es gebraucht, um... Was es gebraucht hätte, wäre mehr Aggressivität in den Zweikämpfen. Die Räume in der Abwehr waren zu groß für die schnellen, wendigen Spieler. Das hat nicht nur Oftedal, das war auch möglich. Aber Christiansen, die haben eigentlich erfahren, da eine Komposition mit viel Bewegung und Dynamik gespielt. Wir waren einfach nicht kompakt genug und nicht aggressiv genug in den Zweikämpfen. Und dann läuft man immer die Situation mit. Wir haben es teilweise gut gemacht, aber uns dann auch nicht für diese gute Aktion belohnt und haben oft im Gegenstoß das Tor nicht getroffen. Ab was es gebraucht hätte, also wir hatten uns vorgenommen, Norwegen in den Positionsangriff zu zwingen, sprich das Tempospiel rauszunehmen und in der Abwehr kompakt und aggressiv zu stehen. Das haben wir beides nicht geschafft. Das war die letzte Lektion von heute. Und jetzt gilt es. Das wegzustecken, zu gucken, was wir da besser machen können im Spiel gegen Polen, was ein komplett anderer Gegner sein wird. Aber auch da müssen wir uns darauf vorbereiten, um zu wissen, wie wir die zwei Punkte machen. Can I ask another? Yeah, of course. With the mic? Yes. Yeah, perfect. Eine Frage zum Angriff.
auch wieder die Überlegung, gerade erste Halbzeit, Steen Ofte da weit weg von der Wechselzone, das heißt, er hat halb oder außen verteidigt. Wieso sind wir da nicht ins Mismatch gegangen mit der Kreisläuferstellung, zum Beispiel auch auf der rechten Seite, oder vermehrt ins 1 gegen 1? Gab es da Überlegungen oder was waren da die großen Themen? Also ich glaube nicht, dass es für uns bei der wenigen Zeit, die wir zusammen sind, Sinn macht, jedes Mal uns irgendwas auszudecken, und so schlecht ist Steen Ofte da in Abwehr jetzt auch nicht, spielt das aber hier auch und hier in Norwegen auch. Die sind es ja gewohnt, die wissen auch, wenn sie da spielen, dass wir das Spiel können. Das hat Norwegen eigentlich in der Abwehr immer sehr gut aufgefangen und abgenommen. Für uns ist es wichtig, dass wir unser Spiel finden, sowohl im Angriff wie auch in der Abwehr. Und wenn wir das heute gemacht hätten, hätten wir ein längeres Spiel schaffen können. Aber ich glaube, Norwegen in der jetzigen Verfassung ist für jede Mannschaft schwer zu schlagen. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und wir waren nicht präsent genug im Abwehr. Und dann helfen auch taktische Lösungen nicht. Wir hatten dafür im 5-1-Abwehr versucht, wir haben unterschiedliche Aufstellungen gehabt. Im Angriff alle haben gespielt und keine Aufstellung hat wirklich gefruchtet. Teilweise war es mal gut. Dann haben wir es doch wieder nicht geschafft und dann kommen nicht zu viele leichten Toren. Ich glaube, alleine im ganzen Spiel 17 oder 18 Gegenschusstore. Das hat schon genug. Dankeschön und viel Erfolg dann. Okay, da ist er durch. Michael, bist du noch da? Ich bin noch da. Gut, dann würde ich jetzt die kurze Pause gerade nutzen und würde mal Tschüss sagen. Alles klar. Bevor wieder was anderes dazwischen kommt. Auf jeden Fall. Okay, mach's gut. Ciao. Mike hat Spaß gemacht. Bis dann. Ciao. Ciao. Da so. Ist sie auch einfach mal straight und sagt, ey, die Pause nutze ich, zack, und tschüss. Definitiv. Dafür muss ich jetzt sagen, dass meine Kamera sich kurzzeitig verabschiedet hat. Ich wollte es gerade sagen, dein Akku hat sich eben aufgehängt. Aber der Martin ist auch gleich wieder im Talk und dann können wir nochmal kurz mit dem schnacken und mal schauen, was es so gibt dann. Ja, definitiv. So. Also ich bin draußen. Konntet ihr was verstehen? Ja, wir konnten alles verstehen. War sehr geil. Maike hat jetzt auch gerade noch bis zum Ende der PK, war sie gerade noch dabei und ist jetzt auch just vor 5 Sekunden oder so aus dem Talk raus. Okay. Ja, ich finde es jetzt, also das ist zum Beispiel jetzt auch mal so eine, also ich bin ja kein Journalist, ne? Also ich habe ja wirklich wenig Ahnung davon und finde es dann, warum ich ja auch hier bin, ist ja, herauszufinden, also wann habe ich mal die Möglichkeit, mit einem Bundestrainer zu sprechen oder mit einem Nationaltrainer, habe ich ja nicht. So, jetzt sitze ich da völlig alleine und habe mal die Möglichkeit zu fragen, was ist denn die Überlegung in der Taktik gewesen? Natürlich, Sie haben es ja gesagt, Sie sind nicht ins Spiel reingekommen und Sie haben auch nicht Ihre Leistung abgerufen. Das sind aber dann so Sachen, darauf will ich ja dann gar nicht rumhacken oder nochmal rauf oder nochmal nachfragen, sondern mich hat mehr interessiert, was sie sozusagen in der Vorbereitung überlegt haben. Mhm. Und da hat Henk, glaube ich, leider die wahre Antwort gesagt. Es ist einfach keine Zeit, um sich in einem Tag auf Norwegen explizit vorzubereiten und 3, 4, 5 Sachen zu machen. Wenn du weißt, du hast noch ein langes Turnier vor dir und du weißt, du hast noch, du brauchst einfach die Ressourcen, die du hast, diese kurzen Ressourcen, brauchst du für dich selbst. So, wenn wir... Der DAB zeigt das ja immer schön, was sozusagen auch passiert, während hier nicht, wenn die Damen nicht auf dem Feld sind, sondern dann haben die nochmal eine Aktivierungseinheit. Das heißt, die machen halt individuell nochmal die Muskeln vorbereiten und so. Das heißt, du gehst aber gar nicht in 6 gegen 6 oder hast irgendwie die Möglichkeit, auch nochmal 3 Videoeinheiten zu machen, wie du es halt auch in der Bundesliga hast. Und deswegen hat er natürlich gesagt, dass das waren nicht unsere Felder. Also, dass er das wusste, ist klar. Und dass er auch dass gerade auch diese Antworten von Norwegen dann natürlich auch parat gewesen wären. Gut, meiner Meinung nach, ich hätte es einfach probiert. Ich finde so eine Kreisläuferstellung einfach nochmal auf die rechte oder auf die linke Seite zu ziehen und vielleicht das Zentrum nochmal aufzumachen, einfach nochmal sinnvoll. So, wir haben es bei Norwegen gesehen, die sind jedes Mal, wenn ein Halbverteidiger rausgetreten ist bei uns, sind die einfach in die freien Räume gezogen und wir hatten extreme Probleme damit. Und dementsprechend hat mich einfach interessiert, ob sie das so auf dem Schirm hatten. Aber er hat es gesagt, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, wir haben es nicht kompakt gestaltet bekommen.
Und es war ein gebrauchter Tag. Mich hat jetzt aber bloß interessiert, ob sie darüber nachgedacht haben oder ob sie es dann, wie gesagt, da hat er mir eigentlich jetzt die Antwort gegeben, die ich so, weiß ich nicht, ob ich die erwartet habe oder nicht erwartet habe, auf alle Fälle habe ich eine Antwort bekommen und das ist eine geile Möglichkeit. Also für euch jetzt sagen wir mal kurz mit reinzunehmen, also wann hat man sowas mal, ne? Ja, vor allen Dingen, wir haben ja gerade schon gesagt, das ist so der nächste Step auf dieser Twitch-Ebene, einfach IRL in eine Watch-Party einbauen. Eine was? Also das, was du gerade gemacht hast, ist ja sozusagen ein IRL-Stream, ein in real life. Also du hast ja live gestreamt, sozusagen. Ja. So, und das ist ja im Rahmen einer Watch-Party übertragen worden. Das ist also der nächste Step schon. Also wir sind ganz groß technisch dabei. Ganz Wahnsinn, ja. Ja, auf jeden Fall. Ach du, nee, aber ist so, ne? Unterm Strich hatten wir mit Maike auch darüber geschnackt. Es ist einfach so, es ist ein News Day, es ist einfach ein gebrauchter Tag. Bringt jetzt auch nichts, sich da jetzt Ewigkeiten an den Fehlern zu orientieren, sondern ja, wir hatten ja eine Vorbereitung, oder die Mädels hatten eine Vorbereitung, die haben da irgendwo in irgendwelche Bereiche ihre Kernelemente drauf gelegt und die müssen sie jetzt auch weiter einfach durchziehen, weil Norwegen ist auch einfach ein Team, das ist seit Jahren zusammengespielt und die sind individuell und gerade auch kleingruppentechnisch einfach gut. Wie du sagst, ja, am Anfang Kreisläufer hinterläuft die Halbposition, Kreisläufer wird angespielt. Abwehrspieler steht entsprechend dann folglich einen Schritt defensiver, das sieht der Angreifer sofort und geht sofort mit dem explosiven Schritt auf die Lücke, dann beziehungsweise auf den Raum, den die Abwehrspielerin offenbart. Dann die Diagonalbewegung in der Abwehr hinaus. Ab und zu ein bisschen, meiner Meinung nach, vielleicht vom Timing her ein bisschen zu spät, aber das ist alles überhaupt kein Thema. Sie hatten dann aber den Raum zugestellt und dann sieht die Halbangreiferin auch wieder, das ist die individuelle Klasse. Okay, die Außen kommt, ich gehe dem Ball entgegen, ich mache die Passtäuschung nach außen, die Halbverteidigerin fällt drauf rein, sie geht den geraden Weg. Also sie haben individuell und in der Kleingruppe einfach für sehr, sehr vieles eine sofortige Antwort. So eine Schublade, einfach Schublade auf, wird sofort abgerufen in einer Qualität, die einfach, ja, die, so wie du in der Halbzeit gesagt hast, also bin ich 100%ig deiner Meinung, das ist mal so Europameisterschaftsanspruch, was sie da gerade so von der Leistung her gesetzt haben. Ne? Also das ist schon ein Statement. Genau. Da gehe ich. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, aber an sich alles gesagt. Das ist jetzt die Frage, wie wir jetzt da rauskommen, wie wir gegen Polen dann spielen, dass wir Polen als Anlauf verstehen, sozusagen, dass wir da jetzt reingehen. Jetzt ist natürlich interessant, wer gewinnt jetzt? Polen gegen Rumänien. Wenn Rumänien gewinnt, dann sind wir ja schon, da sind wir ja weiter. Also, Michael, wusstest du das nicht schon? Ja, genau. Ja, ne? Wir sind weiter, weil... Also Rumänien hat gewonnen, 28-24. Gegen Polen. Also, ja. Dann ist super. Ja, ist so. Vor allen Dingen dann nachher auch. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin gespannt. Ich glaube, nachher spielen noch die Holländer. Die Holländerinnen, Entschuldigung. Genau, gegen Serbien. Da bin ich auch wirklich gespannt drauf, was die auf die Platte geben, wie die abliefern. Und aber Maike sagt das vorhin auch schon, ne? Aufgrund von Corona und Vorbereitungszeiten und so weiter und so fort. Viele Mannschaften sind einfach nicht so eingespielt, wie sie sind. Aber die Norweger haben einfach mal gezeigt, ey, nach dem Motto, uns ist das recht egal, wir sind die Mannschaft to beat. Und let's go. Mal schauen. Aber Montag 18:15 gegen Polen. Bist du auch wieder da? Du bist die ganze Zeit live in der Halle, oder? Ich bin hier vor Ort. Genau. Geil, wollen wir tauschen. Ja, also Martin, wenn es in Ordnung ist, würden wir dich sonst Montag auch wieder mit einspannen? Also das können wir besprechen, ja. Super. Genau, dann schnacken wir sonst einfach nochmal ein bisschen oder schreiben nochmal bei WhatsApp. Machen wir so. Und euch beiden noch viel Spaß und alle Zuschauer, ja, ein gebrauchter Tag für Deutschland, aber vielleicht habt ihr ein bisschen was mitnehmen können, ein paar Inspirationen mitnehmen können, gerade aus diesem überragenden norwegischen Spiel. Und dann ja, hören wir uns und euch beiden wünsche ich einen schönen Abend und dem Rest natürlich auch. Liebe Grüße dann nach Deutschland. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ja, Björn. Michael, kurz und knackig, ne? Geiler Abend, geile Watch-Together-Party. Maike, sehr, sehr sympathisch. Sehr, 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 sehr geradlinige und gute Ansichten bezüglich Thema Handball. Ich drücke natürlich die Daumen, dass sie da jetzt mit ihrem Mittelfuß nicht noch länger braucht und nicht nochmal eine OP muss, sondern dass die Reha jetzt super läuft. Ey, Martin, überragender Junge, oder?
Definitiv. Also allein die Insights mit rein zu können in die PK, das davor, denn, die Analyse bzw. die Aussichten, dann die Halbzeitanalyse, dann quasi Feedback zum Spiel. Dann kommt danach der PK raus und droppt erstmal, ich habe überhaupt keine Ahnung von Journalismus, haut aber solche Fragen raus. Ja. Also mega. Also geil. Durch Zufall eine Bereicherung, auf jeden Fall für den Stream und ich denke auch für die kommenden Sachen. Wenn man ihn damit in Dänemark einspannen kann, wäre natürlich überragend. Auf jeden. Und vor allen Dingen jetzt auch, ich wusste es vorher nicht, aber wenn wir natürlich die Situation haben, Polen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir gegen Polen gewinnen. So. Und kommen dann in die Hauptrunde, Holland. Du weißt, was dann der Auftrag ist, ne? Deutschland gegen Holland. Ja, Maxim wird nochmal eingeladen. So sieht es aus, Alter. Ich hab den Wink schon verstanden. Weil Annika Ingenpass auch gerne, ne? Die mit ihrem What the Fuck Podcast, den habe ich mir jetzt auch angehört, nachdem ich da das hörte. Ich kannte den vorher nicht. Und ja, ist charmant, der Podcast. Also kann man sich durchaus geben. Ist ja, so. Es ist einfach drauf losgeredet, ne? Muss man sagen. Mhm. Sehr sympathisch. Beide Mädels sowieso sympathisch. Vor 2 Tagen muss ich sagen, das war ein super entspannter, lockerer Aufgalopp. Und ich muss sagen, ich habe heute reingeguckt. Ich lade das ja im Anschluss immer bei YouTube nochmal hoch, ne? Die ganze Watch Party. Ja, stimmt, hast du gesagt. Ja, ja. Über 200 Leute haben sich es bei YouTube nochmal angeschaut. Ja, nice. Ah, das ist schon. Und konstant auch hier heute, konstant über 10 Leute, die dabei waren. Genau das soll es sein. Es soll eine Bereicherung sein, es soll einen Mehrwert liefern und man soll Spaß haben einfach, ne? Auf jeden Fall. Und das geht Montag weiter. Definitiv. Montag du auch dabei? Ey, wenn ich darf, herzlich gerne. Sehr, sehr gerne. Und vielleicht gucken wir morgen nochmal nach, ob wir das mit den technischen Sachen nochmal besser hinbekommen. Ey, machen wir auf jeden Fall. Ey, ohne Spaß, das hat mich am Anfang richtig gefoppt. Und ich habe wirklich nicht übertrieben, ne? Du hast die Investition von mehreren tausend Euro und Skype will einfach dein Mikrofon nicht erkennen. Ich denke, das kann doch alles gar nicht angehen. Definitiv, aber wir klären aber ich das muss am Wochenende sagen, und dann geht das auch nicht nur übers Handy. Ja, aber ich muss sagen, übers Handy war zumindest eine gute Alternative. Da weiß man zumindest, man kann darauf zurückgreifen, wenn die Haupttechnik nicht möchte. Ja, das darf aber nicht unser Anspruch sein. Oder? Das Nein, darf definitiv. Nicht mein Anspruch sein. Definitiv. Aber ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, Montag auf jeden. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Mal sehr schauen, gerne. Was so Montag geht, weil Spiel wird sowieso geguckt. Und dann können wir das auch zusammen auf Twitch dann raushauen. Sehr, sehr gerne. Auf jeden. Hast du sonst noch irgendwas? Man kennt es aus dem anderen Sportbereich, da gibt es immer so das Letzte von wegen, hast du noch irgendwas zu sagen? Kennst du das? Nö, Eigenwerbung, ja, kenne ich. Und ich sage nur, Eigenwerbung mache ich beim nächsten Mal. Ciao mit V. Alles klar. Auch von meiner Seite, schönen Abend euch und bis Montag.